Oh, Emily, willkommen beim Deutschlandkurier-Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Der Kampf der Kulturen geht nun in die dritte Woche. Dazu habe ich ein paar interessante Gäste eingeladen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, auch einen Quotenschwarzen zu besorgen. Grüß dich, Hyperion. Servus, servus. Hyperion ist sehr erfolgreicher YouTuber. Wie viele Abos hast du inzwischen? Irgendwas mit 40.000, paar 40. Und du bist auch so ein bisschen auf kommunaler Ebene für die AfD aktiv, ne? Ja, aktuell gerade nicht so aktiv. Ich mache aktuell arbeite ich an ein paar Medienprojekten, die hoffentlich bald viele Menschen bestaunen können. Ich bin sehr gespannt. Du bist ja noch nicht mit der Sprache rausgerückt. Und links haben wir den besten Anwalt von ganz Berlin. Ich grüße Markus Roscher-Meinl. Grüße dich. Wer es noch nicht Und dann. weiß, Markus und ich stehen am 2. Juli in Kleve vor Gericht. Es geht um einen Prozess, es geht um eine Anzeige von Herbert Grönemeyer gegen mich, weil ich geschrieben habe, er würde aussehen wie ein Mongo, er würde tanzen wie ein Mongo und er würde singen wie ein Mongo. Und ja, wir sind sehr gespannt. Wie schätzt du unsere Chancen ein, Markus? Ja, wir haben natürlich 50-50 gleich mal vorab, weil wir müssen natürlich gegen den Mainstream anstinken. Und da entwickelt sich auch ein gewisser Druck vom Gericht mit Sicherheit oder für das Gericht. Andererseits, wenn man so die rechtliche Perspektive sieht, müsste es eigentlich klappen, denn Grönemeyer ist ja nun auch einer, der austeilt. Und sich da an der Stelle so empfindlich zu verhalten, das denke ich mal, wird bei so einem gebräuchlichen, umgänglichen Wort schwierig werden für ihn, da eine Persönlichkeitsrechtsverletzung oder eine Beleidigung auszusprechen. Aber wie gesagt, wir haben den Mainstream gegen uns. Müssen wir schauen. Ja, also ich finde ja auch, wenn man sagt, dass Mongo ein Schimpfwort ist, dann diskriminiert man ja sozusagen die mongoloiden Menschen, ne? Ja, es ist, glaube ich, auch nicht so in dem Sinne so gemeint. Es ist, wie wenn du sagst, du Blindnuss oder sowas, das heißt ja nicht, dass du jetzt blind bist oder nicht sehen kannst, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend ein Foppen, was aber in diesem medialen Bereich, sage ich mal, schon fast umgänglich ist, was, sage ich mal, als Beleidigungstatbestand einfach übertrieben Ja. wird, unverhältnismäßig. Okay, ich begrüße unseren letzten Gast, Sachsen-Tom aus Texas. Schön, dass du immer wieder hier bist, mein Lieber. Hi, Olli. Du wirst uns gleich über die aktuelle Lage in den USA berichten. Meine Lieben, damit wir überhaupt mal begreifen, worüber wir hier sprechen, möchte ich, dass du, Technik Hansi, mal kurz das Video aus Manhattan einspielst. Wir sehen hier eine ältere Dame mitten in Manhattan am helllichten Tag. Ja. Okay, bevor das rassistische Gerede gleich losgeht, muss ich gleich zur Entschuldigung des Mannes hier einschreiten. Die Frau hat eindeutig provoziert. Ja. Sie hatte eine weiße Hautfarbe. Also, Genau. und da fängt das Problem Ja. ja schon an, wie wir wissen. Was löst so ein Video in dir aus, Hyperion? Ja, also ich kenne jetzt, ich muss ganz offen zugeben, ich kenne den Kontext nicht. Ich nehme an, dass das jetzt aktuell ist und wahrscheinlich einen Bezug zu dieser ganzen Black Lives Matter-Geschichte hat. Hoffe ich doch, dass es damit irgendwas Ja, zusammen. den konstruieren wir jetzt, ne? Also ich habe auf Facebook geschrieben und in meinem Blog, das ist das, was die Black Lives Matter-Historie nun auslöst. Eine Hetzjagd auf Weiße. Weiße sind Freiwild geworden, ne? Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Weiße sind Freiwild. Ich würde aber so weit gehen, sa zu sagen, dass der Rassismus gegen Weiße, dass dieser normalisiert wird. Aufgrund der intersektionellen Ideologie, die dahinter steckt. Und man, die Amerikaner haben so eine merkwürdige Ideologie früher in den 80er Jahren erschaffen. Das nannte sich Critical Race Theory, weil sie mit der normalen Critical Theory nicht mehr weitergekommen sind. Und das Fundament dieser Critical Race Theory war letztendlich auf der einen Seite Postmoderne und moralischer Relativismus. Das Ganze gepaart mit also Intersektionalismus bedeutet letztendlich, es gibt verschiedene Gruppierungen, die verschiedene Diskriminierungen erleben. Aufgrund der Tatsache, dass die verschiedenen Gruppierungen, ob es nun indigene Völker sind oder eben die Schwarzen sind, aufgrund der Tatsache, dass diese eben,
Diskriminierung erleben, ist es ein Kampf für Gerechtigkeit, wenn sie gegen ihre Unterdrücker vorgehen. Die Unterdrücker werden hier nicht als individuelle Person wahrgenommen, sondern eben als Gruppen. Hier haben wir also gesehen, wie ein ein junger schwarzer Mann eine ältere weiße Frau geschlagen hat, sondern wir haben gesehen, so denken die eben, wie ein Unterdrückter sich aufgelehnt hat gegen seine Unterdrückerin und einen Kampf für Gerechtigkeit geführt hat. Das ist das, was diese Leute eben glauben. Und natürlich, wenn man eben glaubt, dass man hier fürs Gute kämpft, dann dann bekommt man einen so kranken moralischen Kompass, bei dem man dann auch Plünderungen rechtfertigt oder, was wir auch früher mal hatten, Vergewaltigung von Weißen. Also bei den Black Panthers war das auch so eine Sache, merkwürdiger, teilweise auch ein Ritual, um aufgenommen zu werden. Und Black Lives Matter ist nichts anderes als die Wiedererweckung der Black Panthers. Nichts anderes als das, was sehr gefährlich ist. Und vor allem, weil es vom Mainstream aktuell gerade normalisiert wird. Uns wird erzählt, dass es hierbei um ein Problem geht. Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Sobald ein Weißer einen Schwarzen erschießt, dann kann es nur ein Motiv geben. Rassismus. Es gibt kein anderes Motiv. Die Tatsache, dass der Schwarze vielleicht auf den weißen Polizisten eingeschlagen hat, wie jetzt in Atlanta, die ein oder andere hat wahrscheinlich das Video gesehen, als er zwei Polizisten geschlagen hat, denen die Waffe, also den Taser entwendet hat, auf ihn dann noch gerichtet hat, und dann soll angeblich immer noch das Problem Rassismus sein. Der Polizist nebenbei wurde gefeuert. Die Gewerkschaft hat gleich gesagt, wir werden dich, falls du angeklagt wirst wegen Mordes, werden wir dich juristisch nicht unterstützen. Das muss man sich mal vorstellen. Der Mann hat jahrelang da reingezahlt. Olli, du bist gemutet, deswegen hören wir dich nicht. Ja, das ist deine Schuld, dass ich gemutet bin. Es ist der absolute Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Also der Fall ist noch überhaupt nicht aufgeklärt. Ich würde mal sagen, die Videos, die wir kennen, Hansi kann sie auch gerne mal einspielen, wenn er sie gerade da hat, die sprechen eher für den Polizisten. Markus, als Rechtsanwalt, hast du das Video gesehen aus Atlanta? Wie schätzt du die Lage ein? Ich nehme mal an, du meinst mit Atlanta jetzt den Polizisten? Mhm. Ja, habe ich gesehen. Ich habe auch vollständig gesehen. Und für mich ergibt sich momentan als Jurist das Bild, dass es sich um Widerstand gegen die Staatsgewalt handelt anfänglich. Dass der gute Mann sich weigern wollte, in das Polizeiauto einzusteigen. Und dass es wirklich minutenlang gedauert hat, bis die Polizisten anfingen, wirklich ernsthaft Gewalt anzuwenden. Ich sag mal so, wer in Amerika jemals war, und ich war es öfter, der weiß, es gilt die goldene Regel, leg dich niemals mit Cops an. Niemals. Weil die wirklich hart durchgreifen. Und schon Widerworte geben ist sehr gefährlich, geschweige denn Widerstand zu leisten. Bei dem Mann war klar, dass er sich besoffen oder zumindest in irgendeiner Art und Weise mit Drogen hinter Steuer setzen wollte. Das heißt, die Polizei musste hart eingreifen und ihn davon abhalten. Und es war auch klar, dass sie seine Personalien aufnehmen und dass sie ihn mitnehmen wollen. Und wenn er sich dann weigert, dann muss er mit Gegenwehr rechnen. Teil 1. So, Teil 2 ist das Video, wo dann eben der Polizist über 8 Minuten auf dem Hals des Täters liegt. Und Olli, du bist gemutet. Olli, du bist gemutet. Markus, da muss ich dich unterbrechen. Du bist leider im völlig falschen Video. Ja. Wir reden hier über das. Bitte? Ich hatte extra gefragt. Ja, wir reden hier über das Video, das vor 2 Tagen erschienen ist in Atlanta. Ja. Wo, obwohl, ja, du hast recht. Du verwechselst da, glaube ich, gerade 2 Videos, weil du hast doch, Hansi, das ist das völlig falsche Video jetzt. Du hast es ja mit dem Taser erzählt, aber Taser war ja nicht die Geschichte George Floyd. Nee, ich habe von George Floyd gesprochen. Ah, okay. Ja, nee, wir sprechen von einer ganz anderen Geschichte, die ich jetzt gerne eingeblendet hätte, aber ja, dem ist nicht so. Also vor zwei Tagen in Atlanta hat die Polizei beim Wendy's Schnellrestaurant einen Schwarzen hinterm Steuer aufgefunden, der hat geschlafen. Und dann haben sie versucht, ihn aufzuwecken, zusammen ihn aufgeweckt, wollten ihn Handschellen ummachen, und dann ist es halt eskaliert. So, und dann ist es im Prinzip genauso gewesen, wie du es beschrieben hast. Er hat ihn den Taser entrissen und so weiter und so fort. Und und er ist sofort entlassen worden. Wie kann sowas sein? Wie kann man sich als Polizei so wenig hinter seine Leute stellen und die sofort rausschmeißen? Wie ist sowas möglich, Markus? Totale Verunsicherung natürlich.
Und das ist ja auch in Berlin zu sehen mit dem Antidiskriminierungsgesetz, wo die Polizisten quasi in einen Generalverdacht geraten, wenn es auf Social Profiling oder Racial Profiling um sekundäre Merkmale eines Täters geht, wie zum Beispiel die Hautfarbe oder Hinweise darauf, dass er Migrationshintergrund hat, wo die Polizisten dann sozusagen sich rechtfertigen müssen, dass sie nicht aus Vorurteilen heraus jemanden verdächtigen. Aber das führt an der Stelle zu einer unglaublichen Angst des Polizisten, ständig Fehler zu machen. Ich meine, wir haben eine hohe Migrationskriminalität, die sich nicht wegleugnen lässt. Und ich weiß nicht, ob sie bei 60 oder bei 70% liegt. Sie ist jedenfalls gewaltig. Das bedeutet, dass Polizisten bei fast jedem zweiten Einsatz mindestens Angst haben müssen, dass sie selber am Ende das Opfer sind, beziehungsweise sich rechtfertigen müssen als Täter. Und das ist eine totale Verunsicherung, die dann eben geschaffen wird. Und die haben wir dann auch. Das heißt aber auch, dass ich als darf ich ganz kurz da anknüpfen? Das heißt aber auch letztendlich, das ist so eine enorme Ungerechtigkeit, wenn jetzt Olli, wir beide durch Berlin rumlaufen. Nebenbei, das Gesetz ist, glaube ich, noch nicht ganz durch. Die Polizei will uns beide anhalten und ich fange dann an zu schreien, das macht ihr nur, weil ich schwarz bin, ihr verdammten Rassisten. So, und ich jetzt eine Beschwerde einlege, dann ist es erstmal so, dass der Polizist jetzt erst einmal als schuldig ist. Er hat mich diskriminiert und jetzt muss dieser seine Unschuld auch noch beweisen. Was verdammt, was ganz komisch ist. So, Olli, du kannst das nicht machen aufgrund der Tatsache, weil du weiß bist. Also der Gesetzgeber versucht hier tatsächlich ein rassistisches Gesetz einzuführen. Und das, ich glaube, das haben wir seit den 40er Jahren nicht mehr in Deutschland. Richtig, richtig. Hyperion, was sagst du zu diesem ewigen Gähner, dass Weiße vom Rassismus gar nicht betroffen sein können? Ja, das ist eben die Definition der Critical Race Theory. Daran merken wir eben, dass es marxistische Scheiße ist. Die wollen ja letztendlich den Kampf gegen das Kapital, gegen den Kapitalismus. Die wollen den Kapitalismus umstürzen, damit sie ihr wunderschönes kommunistisches Utopia aufbauen können, errichten können, weil diesmal klappt es bestimmt. Bei der DDR hat es nicht geklappt, Venezuela hat es nicht geklappt, aber diesmal wird es bestimmt klappen. So, und derjenige, der eben den Kapitalismus zusammenhält, das ist zum einen die Familie, aber vor allem der böse weiße Mann. Also ist der böse weiße Mann jetzt auch der Täter, der Unterdrücker letztendlich. Deswegen muss er, ich habe glaube ich gerade eben den Faden verloren, deswegen muss er aber letztendlich auch angegriffen werden. Immer und immer wieder. Diesmal ist es eben auch einfacher, das zu machen, denn wenn er sich zur Wehr setzt, kann man nicht sagen, ja, du bist einfach nur der Ausbeuter. Nein, 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 nein. Diesmal, wenn er sich zur Wehr setzt, kann man auch sagen, ja, du bist der Rassist. Denn die Leute, die jetzt auf einmal diesen marxistischen Klassenkampf führen, führen jetzt keinen klassischen Klassenkampf, wie wir es von früher kannten, sondern die führen jetzt einen Rassenkampf, beziehungsweise die verstecken ihren Klassenkampf hinter einen verrückten Rassenkampf, der auf Deutschland halt ja noch nicht einmal wirklich so zutrifft. Das ist ja das Absurde. Wir haben ja gar nicht hier so eine große schwarze Bevölkerung. Es macht gar keinen Sinn, dass hier auf einmal Antifa in Solidarität mit Black Lives Matter irgendwie protestieren geht. Das macht für uns keinen Sinn. Das macht auch für die britische Bevölkerung, für Frankreich auch gar keinen Sinn. Nichtsdestotrotz, daran merken wir eben, dass hier die internationalen Kommunisten schon wieder versuchen, ihren Scheiß durchzuziehen. Ja, Tom, jetzt kommst du endlich dran. Ich habe zwei Fragen an dich. Einmal, wie wird in Amerika der Vorfall in Atlanta vor 2 Tagen eingeschätzt? Jetzt nicht von den Linken, das kennen wir ja, aber so von den Konservativen, von Fox und so. Und zweite Sache, beschreib doch mal das kommunistische Utopia da in Seattle. Da hast du auch ein Video drüber gedreht. Übrigens, nicht nur diesen Kanal abonnieren, auch meinen und den von den Jungs werde ich hier nachher alles drunter schreiben. Jo, Tom, du bist dran. Also Frage 1, wie Atlanta bewertet wird, kann ich dir sagen, gerade aus dieser, habe ja schon mal erzählt in dem Talk, den wir hatten, hier gibt es ja eine ganz starke First and Second Amendment Bewegung. Mal kurz zur Orientierung, First Amendment geht es darum, quasi Behörden und Institutionen und auch ganz besonders die Polizei auf die Einhaltung der verfassungsmäßigen Rechte zu testen, und da geht es halt um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Da marschieren halt Leute mit Kameras auf in Polizeirevieren vor
vor Militärobjekten und. Die Bullen, die sind da am Anfang regelmäßig ausgeflippt und so weiter. Und dann die Second Amendment Szene, wo das ähnlich läuft, die halt zum Beispiel testen, inwieweit toleriert wird, wenn dort Leute aufmarschieren, die dort ganz offene Langwaffe tragen, so wie es die Verfassung halt vorsieht. Und gerade diese Szene ist halt sehr konservativ. Und in Sachen Atlanta sind die schon so, ja, ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite gibt es welche, die sagen, ja, der Bulle konnte gar nicht anders. Und die andere Hälfte sagt, und dieser Hälfte schließe ich mich an, der mag getan haben, was er dort getan hat, aber der hat auf alle Fälle die Bullen nicht mit dem Leben bedroht, was das einzige Kriterium ist, wo der Polizist auch zu Deadly Force greifen kann, also sprich eine Knarre ziehen und schießen. Und das ist dort definitiv nicht passiert. Insofern verstehe ich auch die Reaktion der Polizeigewerkschaft zumindest ein bisschen. Ich meine, die sollten ihn trotzdem unterstützen und mit entsprechenden anwaltlichen Beistand verfolgen und so weiter. Dafür ist er schließlich Gewerkschaftsmitglied gewesen. Aber recht getan hat er dort nicht. Mich wundert es ein kleines bisschen, dass er noch nicht im Knast sitzt. Weil er hatte, auch wenn man sich das Video vorwärts, rückwärts anguckt, er hatte dort keinerlei Anlass, die Waffe zu ziehen und den zu erschießen und schon gar nicht in den Rücken zu schießen. Widerspricht auch eindeutig den Vorgaben und Richtlinien, die Polizisten zu befolgen haben. Ne? Es ist ganz glasklar aus meiner Sicht. Ich sehe es überhaupt nicht so, sage ich ganz offen. Nee, wenn ich jemanden habe, der auf die Polizisten anfängt anzuschlagen, den Taser den wegnimmt und den Taser dann auf ihn richtet, ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. So jemand, bei dem ist das Potenzial sehr hoch, dass er danach, wenn er mich getasert hat, mir auch noch meine scharfe Waffe wegnimmt. Ja, aber das sind halt alle soll man dann Eventualitäten und diese Eventualitäten sieht halt das Gesetz nicht vor. Das ist eindeutig so. Und was kann der mit dem Taser gegen Bulle ausrichten? Was trifft er in aller Regel den Oberkörper? Der ist geschützt durch eine Weste. Generell, also der Bulle, der hat überhaupt nichts zu befürchten durch den Taser. Gar nicht. Und dann war er auch nicht alleine, es waren noch andere Bullen dort. Wie gesagt, der gebrauchte Schusswaffe kann wirklich nur das allerletzte Mittel sein. Und es zeigt, er ist in den Rücken geschossen worden. Er ist in den Rücken geschossen worden und das bedeutet, er war auf der Flucht. Und damit also bei dem Video sieht man aber auch, dass er vom Rücken, der hat sich ja gedreht, aus der Drehung heraus die Waffe auf ihn gerichtet hat. Das kann man natürlich einen Taser herunterspielen, aber das kombiniert mit A, erstmal, dass er gewalttätig gegenüber dem Polizisten geworden ist, dass er sich mehrmals Polizisten vorher in der Vergangenheit zurückgezogen hat und mit seinem Strafregister, welches Ellbogen lang war, also da sage ich dir von vornherein, das muss ich so sagen, da wird jede Jury hier gegen den Bullen entscheiden und das nicht aus rassistischen Gründen, sondern aus der Situation heraus. Okay. Tom, ich finde das sehr gut, dass hier so eine überraschende Diskussion entsteht, weil ich hätte nun darauf gewettet, dass du da hundertprozentig auf der Seite des Polizisten bist. Ich kenne nun da auch die Rechtslage überhaupt nicht, aber es gibt doch diesen klassischen Ausruf, Hände hoch oder ich schieße. Ne? Also was du da gerade skizzierst, bedeutet ja, man müsste jeden Verbrecher weglaufen lassen. Jeden. Generell ist es so, dass wenn jemand auf der Flucht ist, darf nicht hinterhergeschossen werden, weil in dem Moment, von dem... Auf der Flucht erschossen, das kennt man aber schon eine Milliarde Mal gehört, auf der Flucht erschossen, ist doch der Klassiker. Ja, und das bedeutet doch noch lange nicht, dass auf der... Ja, das musst du unterscheiden. Das bedeutet noch lange nicht, dass das rechtens ist und das auf der Flucht erschossen betrifft tatsächlich nur den Fall, wenn jemand aus dem Knast ausbricht, über die Mauer hüpft und wegrennt. Die dürfen auf den flüchten. Die Polizei darf das nicht. Die darf tatsächlich nur schießen, wenn deren Leben unmittelbar bedroht ist. So einfach. Oliver jetzt. Taser gilt nicht als lebensbedrohliche Waffe. Dafür haben sie die Taser erfunden, weil man davon ausgeht, ich meine, dass da Leute durchaus durch einen Herzkasper sterben können, wissen wir auch. Aber das gilt per se erstmal nicht als tödliche Waffe. Die Anwendung eines Tasers nicht als Deadly Force. Insofern, eine andere Waffe hat er nie gehabt. Wenn der hätte ein Messer in der Hand gehabt, wäre das eine völlig andere Kiste gewesen. Aber der hatte kein Messer in der Hand, der hatte einen Taser in der Hand.
Und ja klar, aber wer hätte, andere, den Taser, wo hat er den Taser denn gehabt? Woher? Den hat er den Polizisten entwendet. Ja klar, und dann ist es nicht, und wie abwegig ist es denn, dass er dann auch noch die scharfe Waffe gekriegt hätte? Das ist doch aber alles nur spekulativ. Das ist doch nicht, da wird ja jeder Richter sagen und jede Jury sagen, das kann so sein, war aber nicht so. Ja, aber dann hätte er, genau das ist es ja gerade, dann hätte er bei einem Gewaltverbrecher erstmal warten müssen, bis er dieses Verbrechen begeht. Das ist ja generell so. Du kannst auch keinen Einbruch, bevor ein Einbruch begangen hat. Natürlich, aber hier ist die Gefahr ja groß. Da ist, ja, natürlich, aber die Polizei kann auch zu dir reinkommen, wenn Gefahr im Verzug ist, oder etwa nicht? Ja, wenn jemand. Je präventiver eine Maßnahme ist, desto größer muss die Gefahr sein, die im Vorfeld abzeichnet. Das heißt, Wenn der die Waffe auf den Polizisten richtet, gibt es nur noch eine Möglichkeit, selber Waffe auf ihn richten und schießen. Das ist so quasi dieser finale Rettungsschritt. Es gibt natürlich auch noch das Problem, wir dürfen jetzt nicht deutsche Maßstäbe anwenden, weil in Deutschland ist es wirklich ganz, ganz heikel. Da ist wirklich diese allerletzte Möglichkeit nur noch gerechtfertigt, dass wirklich nur noch eine Notwehraktion möglich ist, um sein eigenes Leben zu retten. Das ist natürlich mit unseren Maßstäben in dem Fall, ich kenne das Video nicht, aber so wie es mir jetzt geschildert wurde, nicht der Fall. Da reicht der Taser nicht, um jemanden als lebensbedrohliche Gefahr zu betrachten und damit auszuschalten. Das muss nach amerikanischem Recht mal geprüft werden. Da ist ja von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden, auch für die Polizei, welche Möglichkeiten die haben. Möglicherweise ist in Texas die Waffe da auch lockerer als in Kalifornien. Also da fehlt mir jetzt leider auch die Kenntnis, ob das wenigstens durch die Gesetze gerechtfertigt ist, was der Polizist gemacht hat. Nach deutschen Maßstäben ist es unverhältnismäßig. Und er müsste sich rechtfertigen, definitiv. Im Übrigen, Oliver, ich widerspreche dir ja sehr, sehr ungern, aber auf der Flucht erschossen ist eigentlich immer so die große Ausrede gewesen, um Leute zu hinzurichten. Also, ich weiß. Der ist ja, ja. Aber Markus, guck mal, auf der einen Seite haben wir ein Verbrecherklientel, was immer härter, immer rücksichtsloser wird. Das kann man ja wirklich mitverfolgen. Das wird ja Jahr für Jahr schlimmer. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir eine Polizei, die sich immer mehr zurückhalten soll. Das sind doch zwei Pole, nee, die irgendwie... Nein, das ist ja klar. Je mehr die Verbrecher auftischen an Waffen, desto stärker muss der Staat gegenhalten. Das ist doch völlig klar. Das ist gar keine Frage. Völlig. Ja, aber es passiert ja nicht. Es passiert ja nicht. Nö, im Gegenteil. Es wird verunsichert. Ja. Das ist ja auch politisch zu bekämpfen, so eine Verhaltensweise. Und wie schon Berion richtig gesagt hat, da steckt ja ein politisches Programm dahinter, unseren Staat immer weiter ins Chaos zu treiben, um sozusagen ihn weich zu klopfen und die Möglichkeiten für einen neuen sozialistischen Weg zu prüfen. Das ist ja schon öfter probiert worden. In Deutschland ist es nur 1933 dann völlig schief gegangen. Das ist auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man damit auch andere Extreme provoziert und das gesamte demokratische System platt macht. Ne? Du hast ja gerade gesagt, mit US-Polizisten sollte man sich nicht anlegen. Ich möchte einem, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, dieses traurige, dramatische Thema, eine kleine Anekdote erzählen. Es war so 1997 ungefähr in Nashville. Da war ich auf so einem Country Music Festival. Und das Problem war, ich hatte vorher in Deutschland mein Führerschein verloren. Ich hatte 21 Punkte. Ist fast nicht möglich, ich weiß, es ist zu kompliziert zu erklären, aber ich hatte 21 Punkte. Und diese Reise wurde von Marlboro gesponsert und in dieser Reise war ein Mietwagen mit drin. So. Und ihr wisst selber, Tom, du weißt es am besten, du bist natürlich in den Südstaaten völlig aufgeschmissen ohne Auto. So. Und dann habe ich im Flugzeug dann einen Bayern kennengelernt. Ich habe ihn gleich erkannt als einer von aus meiner Ecke. Er hatte nämlich einen Cowboy-Hut auf. Er wollte augenscheinlich auch zu diesem Country-Musik-Festival. Und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, Junge, ich habe meinen Führerschein leider vergessen. In Deutschland kannst du mir nicht meinen Wagen anbieten. Hat er auch gemacht, fand ich super. Würde ich heute natürlich nicht mehr machen, so eine Aktion, so jemanden so in Bedrängnis. Bitte? Ist aber ist ja...
Ist verjährt, genau, ist verjährt, richtig. Ist wie gesagt 1996 gewesen. So. Und es kam, wie es kommen musste. Ich wurde angehalten. Und zwar von einem schwarzen Motorradpolizisten. Ungefähr 3 Meter groß und 4 Meter breit. So. Und ja, der Klassiker dann, Fahrzeugschein, Papiere und so. Und ja, Fahrzeugschein hatte ich natürlich, klar. Führerschein hatte ich natürlich nicht. Ich bin dann zum Kofferraum gegangen und habe so getan, als ob ich meinen Führerschein suchen würde. Habe dann meinen Reisepass gefunden, meinen deutschen Reisepass. Und dann wurde er richtig nett und meinte dann, okay, Sie kommen aus Deutschland. Okay, dann denken Sie bitte beim nächsten Mal dran, in Amerika haben wir hier keine Autobahn. Achso, habe ich noch vergessen zu erzählen, der Grund, warum mich überhaupt anhielt, ich habe bei einem Stoppzeichen nicht gehalten. Das mögen die in Amerika gar nicht, Tom wird das wissen. Ja, und da ist mir natürlich, könnt ihr euch vorstellen, was mir da für ein Stein vom Herzen, richtiger Fels vom Herzen gefallen ist. Tom, was hätte mir da drohen können? Fahren ohne Führerschein als Tourist in Amerika? Nee, ich habe dann noch maximal ein Ticket. Problem dabei ist, dass du, wenn du so ein Ticket kriegst, geht das immer bei einher mit dem Datum und Uhrzeit, wann du vor Gericht zu erscheinen hast, um dein Ticket zu debattieren. Aber dem kannst du aus dem Weg gehen, indem du einfach die Strafe zahlst und gut ist. Ansonsten passiert da auch nichts. Also, das ist ja easy. Ja. Tom, du wolltest noch mal erzählen, wie es momentan in dem kommunistischen Utopia Chess oder wie sich das nennt, da in Seattle los ist. Ich vorher mal noch kurz zu den 2 anderen Teilnehmern. Bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich sowas bewerte, dann auch noch wie Atlanta, dann nach dem, was ich von hier weiß, und das ist jede Menge über die Gesetzeslage und so weiter. Also bitte nicht falsch verstehen, ich will den Bullen nicht in den Knast diskutieren. Ich sage einfach das, was hier halt so üblich ist. Ja, kommen wir mal zu Chess. Habe ja da ein Video drüber gemacht. Also für mich ist das so eigentlich ein ganz großes, tolles Kino, was da abläuft, weil eins zeigt dieser neue Zwergenstaat natürlich ganz deutlich, nämlich wie weit bei Linken die Propaganda und die Realität auseinanderliegen. Das geht Tom, ja ganz kurz, los. Tom, ich muss dich kurz unterbrechen. Es gibt ja bestimmt noch 1-2 Leute, die gar nicht wissen, was Chess ist. Erzähl das doch erstmal kurz. Ja, hier. Alles klar, Chess. Die heißen ja mittlerweile Chop. Die haben sich umbenannt von Chess, was hieß Capitol Hill Autonomous Zone, in Chop. Frag mich mal, Capitol Hill Oppositional Protesters oder irgendwas, egal, Job, was nichts mit dem Job zu tun hat. Das steht für Occupy Protest. Ja, oder Occupy Protest, keine Ahnung. Ist mir eigentlich schon wurscht, weil es klingt wie Job, wie Arbeit, aber mit Arbeit haben die nicht wirklich was am Hut. Also auch das passt wieder. Für mich halt lustig, die ganze Szenerie, weil es wird halt deutlich, wie ich schon gesagt habe, wie weit die Propaganda und die Realität bei den Linken auseinanderklaffen. Das geht schon mal damit los, dass das ja die Typen sind, die laut schreiend gegen Trumps Mauer nach Mexiko demonstriert haben. Kein Mensch ist illegal, Mauern sind rassistisch und so weiter. Und als erstes haben sie eine provisorische Mauer ums Gelände gezogen. Übrigens, der neueste Schrei ist ja, dass die hatten ja dazu diese Plastikbarrieren benutzt, die der Bullerei dort hinterlassen hat. Die sollen jetzt ausgetauscht werden gegen Betonelemente. Also so langsam nähern wir uns so ein Berliner Szenario an. Ja? Ich frage mich, wann die ersten Wachtürme und Minenfelder und Stacheldraht- und Selbstschussanlagen kommen. Aber das ist halt lustig. Also kein Mensch ist illegal, Mauern sind rassistisch. Tom, ganz kurz, Wachsoldaten gibt es ja schon. Da läuft ja zum Beispiel dieser Rapper mit einer schweren Waffe rum, ne? Ja, nicht nur der, das hatte ich auch in meinem letzten Video gezeigt, habe so ein Bild eingeblendet. Die haben ja da überhaupt so Rambo-Verschnitte oder Arnold Schwarzenegger Actionfilm Gestalten rumlaufen. Das ist ja das Nächste, wo die sich völlig entblödet haben, weil die sind ja immer für schärfere Waffengesetze und bewaffnete Leute sind ganz schlimm und ganz schlecht und die bösen Weißen sind ja auch diejenigen, die es immer bewaffnen und so. Und jetzt haben sie eben Leute rumlaufen mit Sturmgewehren und Knarren und Schutzwesten, also schusssichere Westen und so weiter, die dort Patrouille laufen, obwohl man ja gar keine Polizei braucht, ja? Seltsamerweise. Also auch dort schon wieder die nächste Propagandalüge aufgeflogen. Ja, und dann scheinen sie ja dort auch schon die erste landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
gegründet haben. Da gingen ja Bilder durchs Netz, wie sie irgendwas angepflanzt haben. Also konnte man nicht genau erkennen. Ich hoffe, dass sie aber mehr anpflanzen als nur Cannabis, weil irgendwie brauchen sie ja auch was zu essen und so weiter. Also ist ganz lustig. Mittlerweile gibt es jede Menge Spendenaufrufe, weil die Nahrung ausgeht. Also läuft ähnlich so ein bisschen wie in Nordkorea. Wenn die ihre Hungersnot haben, dann wird eben um Spenden gebeten oder es wird erpresst, dass irgendwer Nahrung liefert. So läuft das halt dort auch. Und ja, also es ist schon spannend, was da so abläuft. Und man darf gespannt sein, wie lange sich das so hält. Was ich mich immer frage, wenn man dann so Live-Bilder von morgens sieht, da ist das Ding immer vorwiegend leer. Ne? Da ist das Ding immer vorwiegend leer. Wo kommen dann tagsüber die vielen Leute her? Aus welchen Löchern kommen die gekrochen? Also der Park, der da integriert ist, der sieht mittlerweile aus wie ein riesen Campingplatz. Bloß, dass sie dort eben gleich neben die Zelte scheißen, weil es keine sanitären Anlagen gibt und all sowas. Also ist schon lustig anzusehen, ein wunderschönes sozialistisches Experiment, was so diese ganze Idiotie und diese ganzen Phrasen und diese ganzen Propagandageschichten so richtig schön darstellt. Mhm. Ansonsten muss man halt sagen, im Rest von Amerika, also mal abgesehen vielleicht von Manhattan oder ja, Queens oder Brooklyn, ist es recht ruhig. Ja. Also bei uns hier zum Beispiel merkt man überhaupt nichts. Gar nichts. Ja. Mhm. Ich möchte kurz auf zwei Sachen im Chat eingehen. Einmal hat jemand angenommen, du hättest was gegen die Polizei und deswegen den Fall auch so eingeordnet, weil du immer Bulle sagen würdest. Aber du bist doch eher ein Freund der Polizei, oder? Nee, also ich sage Bulle, weil das die Deutschen verstehen. Also hier sage ich zur Bullerei Kopf. Also ich bin überhaupt nicht gegen die Polizei eingestellt, gar nicht, in keinster Weise. Und ich muss halt auch Ihnen sagen, durch die erzieherischen Maßnahmen der First and Second Amendment Bewegung haben wir hier in San Antonio eine Polizei, die vorzüglich agiert. Ich hatte selber schon Kontakt zu Polizisten. Es war meine ganz kurze Anekdote. Ein Kumpel kommt hier vorbei, auch ein Deutscher aus Halle an der Saale. Der kommt hier vorbei und will uns abholen, weil wir zusammen zum Schießen fahren wollen. Und wird behindert von einer anderen Bewohnerin hier im Wohngebiet mit dem Auto. Und die steigt aus und beschimpft den. Und er blafft halt zurück in seinem sachsen-anhaltinischen Englisch, worauf die Polizei ruft, weil sie denkt, er wäre besoffen, aufgrund seines Dialekts, ja, aufgrund seines Akzents. Und da kamen halt zwei Police Officers hier angefahren, waren nur noch Brüder, interessanterweise die Gebrüder Kalk, also Kalk mit Nachnamen, die Gebrüder Kalk, deutschstämmig, und da entspannt sich mit denen eine völlig nette und coole Unterhaltung. Da gab es auch keine Fragen. Mein Kumpel stand da, hatte die Knarre an der Seite hängen. Da gab es überhaupt keine Probleme und gar nichts. Und wenn du hier mit Polizei zu tun hast, das läuft alles eigentlich in der Regel anständig ab. Wie es schon gesagt wird, wenn man nicht pampig wird, sondern wenn man ordentlich höflich bleibt. Man kann auch durchaus hingehen und sagen, ich beantworte keine Fragen. Ich mache von meinem Recht Gebrauch zu schweigen nach dem 5. Verfassungszusatz oder so. Das wird alles ordnungsgemäß toleriert. Es gibt natürlich auch Polizisten, die über die Stränge schlagen und dann möglicherweise sich auch zu Handlungen hinweisen lassen, die nicht okay sind. Aber da muss man ganz klipp und klar sagen, das ist nicht die Norm. Das ist nicht die Norm. Solche Phänomene hast du vorwiegend in so kleineren Städten und Gemeinden, wo halt noch so diese alte Wildwest-Ansicht besteht, das Gesetz bin ich. Ja? Da kann es dann schon eher mal passieren, dass dort der Kopf halt Dinge macht, die er besser nicht tun sollte. Aber das hat in Tagen von Videoaufzeichnungen und so mittlerweile so viele böse Konsequenzen, dass die sich zunehmend davor hüten, sich außerhalb von Recht und Gesetz zu bewegen und versuchen, hier irgendwas an der Backe zu schmieren. Und da hilft natürlich auch diese ganze Geschichte Bodycams gewaltig, ganz gewaltig, weil das schützt am Ende beide Seiten. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Polizei. Im Gegenteil, ich sehe ganz deutlich, dass wir Polizei halt brauchen. Also dieser Unfug, bezahlt die Polizei nicht mehr oder schafft Polizei ab oder so, das funktioniert ja halt einfach nicht. Ja?
Auch wenn du jetzt schon sehr lange gesprochen hast, dazu noch eine Nachfrage. Was ist denn aus dieser einen Stadt geworden, Minneapolis oder was, welche das war, wo sie jetzt die Polizei komplett abgeschafft haben? Was wollen die denn da machen? Ist noch nicht also durch. Ich weiß nicht, ob sie die schon abgeschafft haben, aber die leben ja in dem Wahnsinn. Sie könnten dann irgendwelche Seelsorger und Sozialarbeiter schicken, wenn bei dir eingebrochen worden ist. Also da wird die Masse der Bevölkerung wahrscheinlich recht schnell mitschneiden, dass das halt auch nicht funktioniert. Also insofern ist das genau wieder so eine sozialistische oder linksradikale Utopie, die keinen Bestand haben wird und das wird jedem so viel klar werden, der mal in so eine Situation kommt. Ich will es mal mit was anderem vergleichen. Guck mal, die ganzen Linken und so weiter, die haben alle gebrüllt, alle sind schlecht. Und als das Theater mit Corona losging und die ganzen Einbrüche und Überfälle zunahmen, waren die Waffenläden leer gekauft. Nicht, weil die Konservativen sich jetzt plötzlich die 10., 12., 15. Knarre gekauft haben. Nee, da waren ganz viele Erstkäufer dabei, nämlich Leute, die ansonsten Waffenbesitz und Waffengebrauch komplett ablehnen. Ja. Und das waren etliche Demokraten, die zum ersten Mal auf einmal tatsächlich eine Waffe geholt haben. Und das muss man sich mal überlegen. Das war linke Politik, die dazu geführt hat, dass jetzt Leute, die jahrelang gegen den zweiten Verfassungssatz waren, auf einmal jetzt sagen, ja, scheiße, jetzt muss ich mir doch noch eine Waffe holen. Und soll ich euch mal was sagen, Jungs, das frustriert mich wie die Sau, weil nämlich seitdem auf meinem Schießstand, wo ich hingehe, wo ich sonst immer meine Ruhe hatte, da ist die Hölle los. Da stehen die mittlerweile Schlange, um in eine Shooting Lane auf der Pistol Range zu ergattern. Es kotzt mich an. Aber so ist es halt. Ne? So ist es halt. Also wir brauchen mehr Shooting Ranges. Ja. Olli, muten. Darf ich das sagen? Ich habe noch genau 5 Minuten, dann habe ich Babysitter. Also ich wollte es nur sagen, ich muss noch besondere Funktionen muss ich noch erfüllen. Deswegen habe ich nur noch 5 Minuten. Wenn also noch eine wichtige. Ja, ich hab da noch eine Frage an dich, noch eine Anmerkung an Technik Hansi. Irgendwie scheint der Stream bei Facebook nicht zu laufen, was ich nicht verstehe, weil wir ihn da ja eingetragen haben. Wir kommen jetzt auch nach Europa und dann auch gleich direkt die Frage an dich. Markus, hättest du gedacht, dass diese ganze Geschichte von Amerika so schnell nach Europa rüberschwappen wird? Nein, hätte ich nicht gedacht. Und es hat auch den Anschein, dass es organisiert ist. Und ich denke, wir ahnen, welche Organisationsformen in der Lage sind, sowas hinzubiegen. Und es läuft schon unter dem Stichwort Antifa. Es läuft aber auch, also ich denke auch in Amerika ist es von besonderer Wichtigkeit, dieses Ding am Leben zu halten. Rassenkonflikte entstehen ja erstaunlicherweise immer kurz vor Wahlen, so auch jetzt, wo es darum geht, Trump wieder loszuwerden, um ihm da irgendwie einen schwarzen Peter, im wahrsten Sinne des Wortes, unterzujubeln. Das ist schon bei Nixon völlig schief gegangen, weil eben im Prinzip die Leute sich irgendwann sagen, das ist mir zu viel Chaos. Selbst wenn ich gegen Rassismus bin und selbst wenn ich finde, dass die Polizei überhart ausgerechnet gegen Schwarze vorgeht, ich denke, dass Kriminalitätsstatistik so ist, dass es schwierig ist, da keinen rassistischen Hintergrund rein zu interpretieren. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Vielleicht missverstehst du mich auch gerade, weil ich so um die Ecke diskutiere, weil ich um die Ecke argumentiere. Mir ist klar, dass die Kriminalitätsstatistik in den Vereinigten Staaten aufgrund vielleicht auch sozialer Standards und aufgrund bestimmter Schwierigkeiten, die vielleicht gerade die schwarze Bevölkerung hat, dass sie das unter Umständen eben noch nicht diese soziale Leiter so hochgeklettert ist, aus welchen Gründen auch immer, dann in der Kriminalität stärker vertreten ist, überproportional als Weiße. Und dass man dieses Problem alle 4 Jahre zu Wahlen dann diskutieren kann und versuchen kann, dem Republikanerkandidaten damit eine reinzuwirken, glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass wenn der Republikanerkandidat das vernünftig aufnimmt und sagt, nein, wir sind keine Rassisten und hier geht es um Kriminalität und wir zeigen uns aus einer Position der Stärke, dass er sogar die Wahlen noch gewinnt. Aber es ging ja jetzt, warum das nach Europa gekommen ist. Und ich denke auch, dass es eben von der Antifa und von anderen Gruppen hier benutzt wird und ausgenutzt wird,
um ihr Mütlein zu kühlen und hier auch eine entsprechende Politik zu betreiben. Und, ja, Markus, ganz kurz, das ist schon richtig, aber du glaubst doch nicht, die machen das doch aus eigenem Antrieb. Du glaubst doch nicht, dass die Antifa es geschafft hat, jetzt am vorletzten Wochenende irgendwie letztes Wochenende, 10.000 von Menschen auf die Straßen zu bekommen. Also das ist ja, weißt du, ich wäre ja froh, wenn es von der Antifa irgendwie gesteuert wäre, aber es ist ja noch viel schlimmer, nämlich die Leute gehen aus eigenem Antrieb da auf die Straße. Ja, aber die brauchen doch trotzdem eine Organisationsform. Die Antifa ist ja jetzt kein homogener Haufen, sondern es sind ja unterschiedlichste Strömungen. Ich habe das jetzt unter dem Begriff Antifa zusammengefasst, aber es sind Gewerkschaften, es sind bestimmte politische Organisationen. Ich habe das jetzt mal einfach nur zusammengefasst unter diesem Sammelbegriff. Aber die da alle ihr Mütlein kühlen. Und vor allen Dingen anhand der Gewalt, die dann entsteht, sieht man ja auch, dass es eben darum geht, quasi ein Protest in die Öffentlichkeit zu tragen, der sozusagen nachhaltig ist. Und also von daher gesehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Leute sich zufällig sammeln und dann da irgendwie demonstrieren. Also das halte ich für völlig ausgeschlossen. Es gibt keine Zufälle insoweit. Tom? Jo, ich gebe ihm da völlig recht, was er uns da erzählt hat über Europa. Ich muss da aber nochmal einhaken, wenn es darum geht, dass die Wurzeln dieser ganzen Proteste auch in Europa möglicherweise hier liegen und so weiter. Also aus meiner Sicht wird die Entschuldigung, das wäre ein Missverständnis. Es gibt natürlich eine amerikanische Antifa und es gibt die Demokraten und die Demokraten versuchen damit Politik zu machen. Sowas gemeint. Ja, okay. Läuft am Ende auf selber raus, weil aus meiner persönlichen Erfahrung und so wie ich das hier überall wahrnehme in den USA und wenn ich mal das, was ich in den Medien höre und sehe, mal runter reduziere, dann muss ich einfach feststellen, dass diese ganze Black Lives Matter Bewegung völlig, völlig überzogen und völlig überdimensioniert dargestellt wird, als es tatsächlich ist. Das muss man sagen. Das konzentriert sich auf ganz wenige Brennpunkte. Und interessanterweise geht es ja immer auf dieselbe Art und Weise los. Man muss sich mal daran erinnern, 2015 in Baltimore, auch wieder ganz typisch, 45% Schwarze in der Stadt, der ganze City Council demokratisch, davon die Mehrheit schwarz, Bürgermeister schwarz, Polizeichef schwarz, Attorney General schwarz, Feuerwehrchef schwarz und trotzdem gab es so Rassenunruhen. Also auch eine ganz typische Geschichte. Und es geht ja immer auf die gleiche Art und Weise los. Es passiert irgendwas, dann rammeln die Schwarzen los und fangen an mit Plündern. Und dass das so ist, kann man zum Beispiel mit den Geschehnissen um Katrina beweisen, weil da war es im Grunde genauso. Ein Sturm war angesagt und was machen sie? Sie plündern, anstatt Lebensmittel schleppen sie Flatscreens aus den Supermärkten und. Genau dieselbe Geschichte und dann huppt irgendeine linke Truppe auf dieses ganze Geschehen auf und gibt dem Ganzen in Push und in Touch, dass das dann aussieht, als würde hier eine Riesenbewegung entstehen. Aber diese Black Lives Matter Bewegung hier ist eigentlich gemessen an dem, was tatsächlich im Lande stattfindet, im Witz und lächerlich und wird aus meiner Sicht sowas von hochgepusht und aufgebauscht, dass man eigentlich nur einen Kopf schütteln kann. Hier bei uns in der Stadt gab es eine Zeit, da sind an der East Side, wo die ganzen Schwarzen wohnen, gab es jede Menge Tote, Mordopfer und so weiter. Da gab es 3-4 Leute, die haben angefangen, Black Lives Matter zu brüllen. Und glücklicherweise gab es dort eben auch jede Menge Realisten unter den Schwarzen, die dann auf die Straße gezogen sind und gesagt haben, hört auf mit dem Scheißdreck, wer killt denn hier wen? Schwarze killen Schwarze und das hat mit Black Lives Matter überhaupt nichts zu tun. Geht wieder heim und sorgt dafür, dass ihr mal aufhört, eure eigenen Leute zu erschießen. Ja. Will damit sagen, also das Ganze sieht von Europa aus auf Amerika geblickt viel schlimmer aus, als es ist. Ich habe das Gefühl, dass es bei euch eigentlich viel schlimmer ist als hier. Das ist ein guter Punkt. An dich die gleiche Frage, Pirin. Hättest du gedacht,
dass wir in dieser Geschwindigkeit und in diesem Ausmaß die amerikanischen Verhältnisse übernehmen würden. Wir haben Bilder, die kannst du auch gleich mal bitte einspielen, Hansi, aus Paris gesehen, aus London, überhaupt aus England gesehen, die ja fassungslos machen. Warten wir auf die Bilder kurz, oder? Nee, fang ruhig an. Ja, also der Nachrichtenzyklus wird immer kürzer und kürzer. Wir stellen auch fest, dass die Nachrichten sich immer mehr internationalisieren. Es war ja schon früher so, dass wenn bestimmte Politik in den USA gemacht wurde, also vor allem linke Politik, die Medien sind ja generell weltweit eher links, dass die politischen Strömungen oder dieses neue Gedankengut, früher war es so, dass es manchmal 2 Jahre früher, noch länger her war, hat sogar 5 Jahre manchmal gedauert, bis die ganz verrückten progressiven Dinge hier angekommen sind. Inzwischen geht es halt ruckzuck. Inzwischen geht das Ganze ruckzuck. Die Kommunikation ist super schnell, was auch was mit Social Media zu tun hat. Aber ich halte kurz die Klappe, du willst das sagen. Ja, genau. Hansi, du bist zu schnell. Wir müssen die Bilder schon einordnen können. Spiel das erste Video nochmal ein. Das ist eine Geschichte aus Frankreich, aus Gion, wo wir sehen, einen Krieg zwischen... Hansi, du bist jetzt völlig falsch. Nochmal bitte das allererste Video aus Gion, wo wir sehen, wie Tschetschenen gegen Nordafrikaner kämpfen. Und wir sehen einen Nordafrikaner, der versucht, in eine tschetschenische Menschenmasse zu fahren. Und er ist augenscheinlich nicht so ein guter Autofahrer und überschlägt sich dabei. Und es gibt noch ein zweites Video, wo man sieht, dass er den Unfall auch nicht überlebt hat. Ich weiß nicht, ob sie ihn totgeschlagen haben oder ob er halt an den Unfallfolgen gestorben ist. Ich kann dieses Video auch nicht zeigen, weil es zu hart ist. Aber Hüpiran, ich habe dich unterbrochen. Bitte weiter. Ja, also die Politik der Linksradikalen kommt immer schneller und schneller hier rüber. Das hat natürlich enorme Vorteile für die, weil die ja auch immer, die Medien schreien ja auch immer wieder, wir haben weltweit einen Rechtsruck. Trump hier, Boris Johnson da und die AfD in Deutschland. Das ist weltweit ein großes Problem. Wir haben überall einen Rechtsruck. Obwohl es tatsächlich so ist, dass die weiter nach links und links rücken. Weil wenn du nur ein bisschen rechts von Stalin stehst, bist du ja schon rechtsradikaler für die. Mhm. Was natürlich wahnsinnig ist. Und dadurch, dass sie jetzt eben diese Institutionen auch diese komplett übernommen haben, von Bildung bis sonst irgendetwas, ich meine, Colleges in den USA sind totaler Wahnsinn, diese, genauso wie bei uns aber auch, muss man dazu sagen. Aber weil sie eben all diese Einrichtungen übernommen haben, vor allem die Medien jetzt auch diese Sprache 1:1 übernommen haben, trauen die sich auch mehr. Die trauen sich mehr. Und ich, jetzt komme ich in diesen verschwörungstheoretischen Teil, sage ich mal. Ich glaube, könnte mir fast vorstellen, dass es, also das habe ich auch vorhin mit jemandem besprochen gehabt, dass es wahrscheinlich eher schlimmer wird, diese internationalen Unruhen, sehr wahrscheinlich nach den Wahlen, also in den USA. Dass es merkwürdigerweise dann in Deutschland dieser Wahnsinn noch mehr zunehmen wird. Das heißt, wenn Trump in den USA gewinnen wird, wird es dort wahrscheinlich wieder Unruhen geben, die dort wahrscheinlich sehr schnell absterben werden, also sehr schnell wieder ruhig werden. Aber hier bei uns sehr wahrscheinlich noch viel unruhiger werden könnte. Weil man ja hier jedes Mal die schwachsinnigen Kommunisten beschwichtigen will. Wenn man hier sagt, weil die ja die ultimative Waffe haben, die kommen ja jedes Mal damit, ja, du bist ein Rassist, du bist ein Faschist. Ja, okay, keiner möchte der Faschist sein, keiner möchte der Rassist sein. Also was macht man hier? Immer diese verrückte Beschwichtigungspolitik. Aber man versteht nicht, je länger man die beschwichtigt, wenn man sie weiterhin nur beschwichtigt, endet es damit, dass man irgendwann in einem fucking Gulag Steine irgendwie zerschlagen muss oder an die Wand gestellt wird. Das sind verrückte Leute. Ich meine, das sind Leute, die glauben, dass der Zweck die Mittel heiligt. Die glauben, dass wenn die Kapitalisten tot sind, ist es besser für die Welt. Das glauben die wirklich. Die Gründer von Black Lives Matter, eine der Gründerinnen war sogar in Venezuela, hat sich mit Maduro, dem Diktator von Venezuela, fotografieren lassen. Die andere verweist immer wieder auf andere tolle Staaten. Zum Beispiel Südafrika, wo jetzt auch verrückte Rassisten mit an der Macht sind, also schwarze Rassisten, und Kuba. Also Hardcore-Kommunisten. Also ich will nur sagen, es handelt sich hier um eine komplett vom Fundament aus neomarxistische Bewegung. Aber das erwähnt keiner. Die reden alle nur davon, von Black Lives Matter. Und das hat was mit dem, lass mich auch ganz kurz diesen Einsatz sagen, das hat was damit zu tun, mit dem Namen der Gruppe zu tun. Black Lives Matter. Schwarze Leben zählen was. Wenn du dagegen bist, dann unterstellen sie dir gleich, dass du glaubst, dass schwarze Leben nicht zählen.
Aber sind wir mal ehrlich, wer auf der Welt glaubt denn wirklich, dass schwarze Leben nicht zählen? Das glaubt doch kein Schwanz. Also wir sind vielleicht so gering wenige, die hätten auch mit einem schwachsinnigen Slogan rausgehen können, ja, der Himmel ist blau, Wasser ist nass, genau. das wissen wir alle. Genau daran habe ich eben auch gedacht. Und jetzt wollte ich noch was ganz, ganz Kluges sagen, das habe ich aber gerade vergessen. Deswegen, Tom, du scharst schon mit dem Hufen. Was wolltest du sagen? Ja, ich nicht. Doch, du hast dich gemeldet. Lass mich mal nicht hängen. Du hast dich gemeldet. Das war schon ein Stück her. Also, Okay. Wenn ich schon gefordert bin, stimme ich meinen Vorredner 100% zu. Also genau so ist es. Allerdings bin ich der tiefsten Überzeugung, dass eben auch der Faktor Wirtschaft eine Rolle spielt. Und gut, jetzt haben wir Corona, wieder ein Einbruch, aber da ist ja USA dank Trump auf besten Wege und das kriegt eben auch der kleine Arbeiter massiv zu spüren. Und das bewegt auch vieles oder macht den Boden für diese Ideologien halt eben auch unfruchtbar. Und das erkennen eben auch die meisten. Ja? Und dann darf man eins nicht vergessen, die Population der Hispanics wächst und wächst und wächst hier. Mhm. Es wird ja immer von ethnischen Veränderungen gesprochen. Und da muss man aber eben ganz klar und deutlich sagen, dass eben die Population der Hispanics wächst und die kann mit solchen Geschichten reinweg gar nichts anfangen. Auch wenn die Venezuelaner das konnten, aber die anderen können es halt nicht wirklich. Und ich denke mal, dass... Also das Problem ist aber, die Mexikaner wählen überwiegend, also Latinos generell wählen überwiegend demokratisch, links. So, und jetzt haben wir das Problem, dass die Demokratische Partei... Liebe Leute, ihr habt... Nicht in Texas, das weiß ich mir klar. Ihr habt einen grundsätzlichen Fehler bei der Betrachtung der politischen Landschaft hier. Und der grundsätzliche Fehler ist, dass ihr immer davon ausgeht, dass hier ein Parteiensystem herrscht, wie das in Deutschland ist, wo die Parteien bestimmen, wer auf der Wahlliste sitzt und. Das ist hier anders. Hier werden in erster Linie Personen gewählt, sowohl im Kongress als auch im Senat, der Person willen. Also nicht primär, welcher Partei die angehören. Das darf man bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Das ist also was völlig anderes als euer Wahlsystem, wo ihr Parteien wählt mit Kandidaten, die Parteien vorher auf Wahllisten gesetzt haben. Das läuft hier absolut anders. Absolut anders. Und als Begründung, nee, oder als Beispiel will ich euch dazu sagen, dass Kalifornien im Moment davor steht, in die Hände der Republikaner zu fallen bei der nächsten Wahl, schlicht und ergreifend, weil die mit ihren sozialistischen, linkskommunistischen Ideen, die sie dort schon seit Jahren in die Realität umsetzen, einschließlich vergammelter Großprojekte, wie ihr das von Deutschland aus gewöhnt seid, zum Beispiel eine Eisenbahnstrecke, bei der sie 5 Milliarden verballert haben, ohne dass nur ein Meter Gleis liegt, Steuererhöhungen, Property-Tax-Erhöhungen, das und das und das, Mineralölsteuer und Benzinabgabe und hast du nicht gesehen. Die Leute haben dort dermaßen die Schnauze voll, weil das arbeitende Volk immer weniger von seiner eigenen Arbeitsleistung in der Tasche hat, dass der Laden zu kippen droht. Das darf man nicht vergessen. Und es ist eben ganz anders als bei euch. Hier werden regelrecht Personen gewählt und nicht die Partei als primäres Wahlobjekt. Okay, aber trotzdem ist es so, dass Trump in den Umfragen gerade von der Beliebtheit auf 44% liegt und Black Lives Matter bei 66% liegt. Ja, also das ist doch immer, da brauchen wir doch gar nicht reden, das ist doch immer die Frage, es ist doch immer die große Frage, wen ich befrage. Die Umfrage wurde vom Konservativen gemacht. Ich rede jetzt nicht von einer CNN-Umfrage, ich rede davon, das war eine Rasmussen-Poll, bei der Trump immer am besten abschneidet. Und selbst da war Black Lives Matter, nebenbei Black Lives Matter war auch beliebter als Joe Biden, möchte ich nur mal sagen. Aber trotzdem sagt uns das, dass sie jetzt nicht, früher waren die sehr unbeliebt. Früher weil wurde das Bild nämlich von denen als die radikalen Schwarzen, die hier zu Gewalt aufrufen gegen Polizisten, was sie auch früher in der Vergangenheit gemacht haben. Die haben ja, es gab ja auch Fälle, wo Leuten Supporter von denen tatsächlich Schwarze erschossen haben. Inzwischen haben die ein komplett neues Framing bekommen. Das ist das Problem. Die haben ein Framing bekommen, dass sie nur noch Peaceful Protester sind, was sie ja in der Realität nicht sind. Deswegen haben sie in der Bevölkerung tatsächlich Zustimmung. Ich weiß nicht, du lebst wahrscheinlich in einem Staat, der überwiegend wahrscheinlich vielleicht eher konservativ ausgelastet ist. Nein, aber red erstmal weiter, dann sage ich was.
Ich möchte nur sagen, dass natürlich in den linken Staaten, wenn du jetzt nach New York City gehst, wenn du dort Leute fragst, was glaubst du, was dort die Meinung zu Black Lives Matter sein wird? Glaubst du, werden die Leute sagen, ah nee, ich müsste mich zu denen distanzieren? Glaubst du, es ist ein Zufall, dass alle großen Konzerne sich auf einmal an die Rand schmeißen? Den großen Konzernen ist es egal, wie sie politisch orientiert sind. Die großen Konzerne wollen auf der Gewinnerseite sein und die glauben, dass das eher die Gewinnerseite ist. Deshalb tun sie jetzt auf einmal überall ihre Alliance oder ihren Support zu Black Lives Matter nach außen hin deklarieren. Das ist aber Hyperion, ja. Es ist doch so, das wird auch gleich noch ein Thema werden zum Abschluss. Warum berichtet der deutsche Mainstream zum Beispiel überhaupt nicht über das, was momentan in Europa passiert, in London und in Paris? Aber in Amerika wird es ja schon so sein, da kann Tom gleich was zu sagen, dass die Leute schon mitbekommen, was da passiert. Und deswegen kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen, weil diese ganzen Plünderungen und schlimmere Sachen, ja, im Namen von Black Lives Matter passieren, dass jemand, der beispielsweise meinetwegen Demokrat ist und irgendwo gut situiert, irgendwo in New York lebt, dass der allen Ernstes diese Sache noch unterstützen kann. Tom? Ich muss jetzt mal nochmal auf das vorherige Ding eingehen. Was man hier betrachten muss, ich lebe in einem konservativen Staat, lebe aber in einer Stadt, die demokratisch regiert ist. Und das ist eigentlich der Punkt. Wenn ich Umfragen in den großen Städten mache, dann komme ich natürlich oft zu solchen Ergebnissen. Und wenn man wirklich die USA mal realistisch politisch aufteilen würde, dann würde man feststellen, dass diese ganzen linken Herde überall in den großen Städten sind. Warum ist das so? Schlicht und ergreifend, erstens durch die linksgrün vegan verstrahlte Studentenschaft, die aus diesen Colleges und Universitäten hervorgeht, und zweitens, weil sich natürlich auch in den großen Städten die Armut ganz anders konzentriert und die natürlich solche linken Utopie-Vorstellungen, Reichtum für alle, Bananen für alle, halt bei denen besonders gut ankommt. Deswegen ist es ein Unterschied, ob ich eben so eine Umfrage in einer großen Stadt mache, die generell, und da kannst du hingucken, wo du willst, in aller Regel blau sind, also demokratisch sind. Ja. Das ist hier in Texas nicht anders als in Kalifornien oder nicht anders als in Wyoming oder sonst. Ja. Aber das sagt im Grunde nichts aus über die durchschnittliche Denke der Amerikaner. Und wir werden uns nach den nächsten Wahlen widersprechen. Trumps großes Plus ist die wirtschaftliche Entwicklung und dass er dafür sorgt, dass das Land reindustrialisiert wird, was wirklich eine Basis ist für die amerikanische Wirtschaft. Also ich halte diese... Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass die Rasmussen-Poll national, also bundesweit, also auf ganz amerikanischer Ebene nicht nur in den Großstädten gemacht wurde. Es war eine Telefon-Poll, die gemacht wurde. Und ich muss mich aber auch gleichzeitig korrigieren, es waren nicht 66, sondern 62%. Nichtsdestotrotz eine Steigerung, weil sie vor vier Jahren nur bei 31% lagen. Also sie haben sich um 100% gesteigert. Ich kann nur sagen, wenn ich hier rumlaufe, Black Lives Matter interessiert hier bei uns in der Stadt, außer die vielleicht 30 Hanseln, die da mit Protestschildern vom Bear County Jail oder vom District Court auftauchen, interessiert das hier kein Schwein. Es interessiert kein Schwein. Natürlich, aber Anekdoten, und dann gibt es etwas, das nennt sich Sample Size, was heißt, oder etwas, was sich auch statistische Signifikanz nennt. Will sagen, wenn du in deiner Umgebung, deinem Dorf die Leute fragst, wirst du wahrscheinlich nicht eine gewisse statistische Signifikanz haben. Denn Sample Size auch das ist mir klar, aber wenn Black Lives Matter zum Beispiel dermaßen erfolgt, hätte, wie das immer dargestellt wird und so viel Zustimmung hätte, dann würde sich das auch im Umgang miteinander auswirken, nämlich in der Nachbarschaft oder im Supermarkt oder sonst wo. Du würdest spüren, dass dort Spannungen sind, weil die eine Truppe der anderen nicht mehr grün ist, und genau das ist aber... Kennst du die Serie Cops? Ist das diese Reality-TV? Ja, genau, Reality-Serie. Black Lives Matter hat gefordert, dass das Propaganda für Polizisten ist und dass sie gecancelt werden soll. Was haben die gemacht? Die haben sie gecancelt. Ja, kennst du vom Winde verweht? Ja, natürlich. Natürlich, die haben gefordert, dass da drin Rassisten... Ja, also zu sagen, dass die keinen Einfluss haben. Aber das hat doch nichts damit zu tun, was generell der durchschnittliche Amerikaner denkt. Ja, aber die Konzerne geben nach, weil die auch davon ausgehen, dass die Bevölkerung das will. Die sehen die gleichen Umfragen und sagen, Scheiße. Du musst mal gucken, was auch hier vor Ort passiert. Zum Beispiel, wenn die Leute von PetSmart im Tiergroßhandel
Zuhandlung, wenn die E-Mails rumreichen und dann posten auf Facebook und schreiben Black Lives Matter und bla bla bla. Ihr müsst euch mal die Kommentare da unten drunter angucken. Ich glaube dir das, weißt du was, ich glaube, wenn wir jetzt so Umfragen haben, wo es heißt, 62% sind dafür. Ich könnte mir vorstellen, die meisten denken einfach nur, ja natürlich glaube ich, dass schwarze Leben was wert sind. Und deswegen stimmen die dann zu. Die verstehen nichts davon, dass es sich hierbei um eine neomarxistische Bewegung handelt, die den Kapitalismus abschaffen will, die ein Klassensystem zwischen Schwarzen und Weißen erschaffen will. Das wissen die alles nicht. Und deswegen haben die jetzt einfach nur mehr Zustimmung aufgrund des, man nennt es auch Mere Exposure Effects, sprich, weil die sehr viel Exposition in den Medien eben gerade aktuell bekommen. Also da stimme ich dir 100% zu, da kann ich auch mitgehen, aber dass das wirklich ein Stimmungsbild unter der Bevölkerung zeigen soll, da kann ich überhaupt nicht mitgehen. Ja, genau, aber die nutzen eben diesen Schwung mit auf, um ihre politische Agenda durchzubringen. Aber, das ist das Problem. Die werden sie, die fällt eben hier, und das ist das, was ich meinte, die wird hier nicht auf fruchtbaren Boden fallen, solange die Leute in Lohn und Brot stehen und satt zu fressen haben, weil was will denn der Einzelne hier im Grunde, genau wie überall auf der Welt? Der will seiner Arbeit nachgehen, sein Auskommen haben, der will sich dies und das und jenes leisten können, der will möglichst ein schönes Wohnumfeld haben und der will abends satt sein und der will seine Kinder in der Schule um sich betreut wissen. Mehr will der Mensch hier nicht. Und das ist in Deutschland im Grunde ja genau auch nicht anders. Und da denke ich manchmal mit Wehmut an die Zeit im 90ern zurück, wo das tatsächlich im normalen Leben so war, wo der Staat einen nicht permanent mit irgendwelchem Scheißdreck traktiert hat, der dein ganz normales Leben immer, immer schlimmer und beschissener gemacht hat, weil du dich plötzlich um Probleme und Dinge kümmern musstest, die dir vorher am Arsch vorbeigegangen sind. Und das will der Bürger hier. Und Politiker wie Trump, die eben dafür sorgen, dass Lohn und Brot da ist, dass die Wirtschaft funktioniert, dass jeder arbeiten kann, die sorgen eben auch dafür, dass am Ende Ruhe herrscht. Ne? Warum ist denn die DDR zusammengebrochen? Einmal, weil sie die Leute eingesperrt hat und zweitens, weil sie für ihre Arbeit sich trotzdem nicht leisten konnten. Du konntest ja mit solchen Geldbündeln rumlaufen, hast trotzdem nicht zu kaufen gekriegt. Das hat die Massen frustriert. Gleichzeitig haben sie die Jakobskaffee-Werbung im Westfernsehen gesehen und TUI und hast du nicht gesehen, also im Kram. Und so ist das immer. Befriedige die Bedürfnisse der Leute und gebe denen noch ein kleines bisschen mehr und die halten fress und die machen alles mit. Insofern interessiert die Black Lives Matter eigentlich überhaupt nicht. Solange die ihr tägliches Leben mit ein bisschen Spaß an der Freude haben können. Und da sind die hier zum Beispiel anders als in Deutschland, wenn ich jetzt mal die Brücke schlagen darf zur Corona, wo ja die Kneipen und Restaurants immer noch leer stehen, nachdem die hier wieder aufgemacht haben, die Dinger sind wieder proppevoll. Da läuft wieder alles ganz normal und die Leute sind happy und zufrieden, dass sie das endlich wieder haben. Ja, und da interessiert die der ganze marxistisch-leninistische Scheiß und den ihre Agenda interessiert die überhaupt nicht. Wie gesagt, bis auf wenige Brennpunkte, wo sich eben gerade so viele Linksgrüne immer wieder versammeln. Und wenn das dann noch in Staaten passiert wie Washington State, die natürlich sowas noch forcieren und fördern und machen und tun, ja, da entstehen dann eben so eine Herde wie Jazz, Jobs, was weiß ich, und in New York. Ach ja, Job, nebenbei der Name, also dieses Capitol Hill am Anfang hieß es ja Autonomous Zone und inzwischen ja Capitol Hill Occupied Protest. Der Name war ja auch interessant, bei der Namensgebung haben die dann gesagt, ja, wisst ihr, was mit den französischen Revolutionären passiert ist? In der französischen Revolution passiert ist mit den Leuten, ne? Die bei der Revolution nicht machen wollten. Chop, chop. Ja. Also Kopf wurde abgehackt. Chop, chop. Ja, genau. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt von dem Namen Chop. Ja, genau. Aber das ist ja das Problem mit Revolutionären, dass sie halt immer wieder versuchen, alle zu zwingen, tatsächlich mitzumachen. Und das ist eine alte Taktik von den Sowjets. Die haben nannte sich damals Agitprop oder Agitation and Propaganda. Damals haben sie dann nur eine kleine Gruppe von Radikalen in bestimmte Institutionen oder in bestimmte Gruppierungen reingebracht und die haben das ganze Ding dann letztendlich übernommen und das wurde dann auf einmal mehr oder weniger eine Plattform, um weiterhin die sowjetische oder sozialistische Propaganda zu verbreiten. Ja. Frank Merkel, die kennt sich da aus, die war Agitprop-Sekretärin.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Was ich damit sagen will, ist aber letztendlich, Black Lives Matter muss keine 50% etc. oder sonst irgendetwas erreichen. Es reichen, also das CIA hat damals auch Studien dazu durchgeführt, es reichen 9% aus, um eine Institution zu übernehmen. Ja, 9% das, auch. Auch das ist mir klar, auch das ist eine Lehre, die ich zum Beispiel aus meinen Wendezeiten in der DDR erlebt habe, weil ich höre ja auch immer, ja, auf die Straße gehen nützt ja nicht und so weiter. Da müsste ja die Mehrheit auf die Straße gehen. Ich habe den Leuten immer gesagt, guckt euch mal die Zahlen von uns Demonstranten an in der DDR. Das waren weniger als 10%, die da in der Masse mal montags auf der Straße waren. Und es hat gereicht, den ganzen Scheißladen über Bord zu wippen. Das ist klar. Aber ich glaube noch nicht mal, zähl mal zusammen, wie viele Protester hier unterwegs sind. Wenn ich das sehe hier bei uns, ich habe ein Foto gesehen von vorgestern oder so, da waren höchstens 40, 50 Hanseln, die da rumgehüpft sind und krakeelt haben. Im Hype waren es mal 300, 400 Leute, und das in einer Region. Wir haben hier 2,2 Millionen Menschen wohnen. San Antonio und die Metropolitan Area, also Bexar County, was sich da alles noch so anschließt. 2,2 Millionen Leute, und da waren keine 300 auf der Straße. Die anderen saßen daheim und haben, was weiß ich, vom Winde verweht auf HBO geguckt, bevor es abgeschaltet wurde. Keine Ahnung, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, ich sehe das einfach hier nicht, dass kommunistische Ideen hier in diesem Land jemals dermaßen Fuß fassen könnte, dass es zu solchen Entwicklungen kommt wie bei euch in Deutschland. Ja, aber allein schon Bernie Sanders, die Tatsache, dass dieser fast der Kandidat der Demokraten wäre, das sagt doch schon einiges darüber aus. Ja, aber guck doch mal an, da waren bei Bernie was weiß ich, 3000 Leute, 4000 Leute von 320 Millionen. Und was ist passiert? Die haben sich selber permanent entblödet. Seine Hilfsgruppen, die sind aufgeflogen mit Erpressungsversuchen und hast du nicht gesehen. Natürlich, sowas gibt es immer. Auch in Ernst Dählmann sind während der Nazizeit Leute hinterhergelaufen. Im Adolf sind Leute hinterhergelaufen, obwohl er da kurz aus der Festungshaft rauskam. Guck dir an, auch die wenn du zurückgehst, 1917, die große sozialistische Oktoberrevolution. Es war ja, wenn du mal richtig hinguckst, gar nicht so, dass die Rotarmisten oder diese Kämpfer da hätten die Revolution durchgeführt. Lenin hat sich einfach im Nachgang an die Spitze von irgendwas gesetzt und hat das dann von hinten durch die kalte Küche durchgezogen. Das waren doch gar nicht die Kommunisten, die dort das Winterpalais gestürmt haben. Das ist doch alles Geschichtsfälschung, was uns da erzählt wurde. Und so ist das mit Bernie Sanders auch. Ich hätte mich ja gefreut, wenn er Kandidat geworden wäre. Das wäre wahrscheinlich derjenige gewesen, der mit niedrigsten Stimmen jemals die Präsidentschaftswahl verloren hätte. Ja. Das wäre cool gewesen. So, und entblödet hat er sich ja dadurch, dass er seine Leute auch schon unter Tarif bezahlt hat. Er hat $15 gefordert für sämtliche Arbeitnehmer, $15 Mindestlohn, und hat seinen Leuten selber $12 bezahlt. Er selber ist Multimillionär. Er hat ja selbst bei seiner eigenen Kampagne hat Bernie Sanders den Leuten da nicht mal Mindestlohn gezahlt. Das war ja auch das Lustige. Aber das ist ja bei Sozialisten immer so. Early, ich glaube, da muss ich muten, wenn der Hund will, weil es mitsprechen. Deswegen sage ich ja, Jazz oder Job, rüber ab, Job, die entblöden sich ja gerade selber, indem sie eben durch das, was sie dort durchziehen, ihre ganzen Propaganda-Slogans ad absurdum führen und zeigen, was das für beschissene Lügen sind. Ja? Was das für dämliche und beschissene Lügen sind. Das zeigt wieder, besser kannst du gar nicht laufen. Einer hat es mal folgendermaßen gesagt, dass Job eigentlich der beste Wahlkampf für Trump ist. Da wird so viel Material für die ganzen Trump-Werbespots wahrscheinlich entstehen. Da wird es am Ende heißen, wenn ihr die Demokraten wählt, dann wählt ihr Job, mehr oder weniger. Ja. Ganz kurz, Tom, Hyperion, hier hat gerade jemand im Kommentar geschrieben, die Sandy, deine Aktion, also auf dich bezogen, deine Aktion war super. Man hat gesehen, wie diese Kinder 16 Jahre indoktriniert wurden. Auf was für eine Aktion spielt sie da an? Ich frage mich das auch. Ich weiß es gerade nicht genau, ehrlich gesagt. Okay. Gut, dann werde ich den Kommentar wieder löschen. Was wollte ich sagen? Ihr seid ja beide Amerika-Experten. Was ich mich immer frage, ist, wie kommt es, dass die Demokraten, es ist ja in Deutschland ja ähnlich bei der SPD,
Das ist sogar vielleicht sogar noch oder ist nicht so, ist sogar noch schlimmer. Wie kommt es, dass die Demokraten es nicht schaffen, aus Hunderten von Millionen Menschen einen Kandidaten auszuwählen, der auch Siegchancen hat? Das ist mir völlig schleierhaft. Frage 1, Frage 2, wie seht ihr die Chancen von Trump bei der nächsten Wahl? Wir beginnen mit dir, Hyperion. Das Problem ist eben, also von Siegeschancen wird es halt bei denen sehr schwierig, aufgrund der Intersektionalität. Dieses politische Gedankengut hat sich dort so wahnsinnig durchgesetzt, dass es halt eben mehr und mehr Leute abschreckt. Bedeutet letztendlich, die müssen immer diese Opfergruppen in irgendeiner Form unterstützen. Die müssen diesen Schwachsinn nachsprechen, von wegen, dass Schwarze nur ärmer sind aufgrund von Rassismus, Frauen werden nur benachteiligt, deswegen verdienen die weniger, nicht aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen. Diesen Schwachsinn müssen die nachsprechen. Das schreckt halt eben viele Leute ab. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wenn wir Joe Biden als sein Running Mate nehmen, ja, das wird natürlich eine Frau sein und sehr wahrscheinlich muss es eine Minderheit sein. Sehr, sehr wahrscheinlich. Jetzt wollte er eine schwarze Frau nehmen und da sind die ausgeflippt. Warum? Die schwarze Frau, die er nehmen wollte, war eine Polizistin. So, das geht, also eine ehemalige Polizistin. Das geht natürlich gar nicht. Also hat er sich dann, wollte er sich dann zu einer anderen entscheiden. Auch eine schwarze Frau. Problem war, die war halt damals District Attorney und das geht natürlich auch nicht. Also sprich, die hat auch für Recht irgendwie einstehen wollen, hat damals auch schwarze Leute wegen Drogenhandel in den Knast geschmissen und das mögen die Demokraten ja natürlich auch gar nicht. So, ja. Aber die Chancen für Trump stehen verdammt gut eigentlich, denke ich. Ich denke, und das wird viele schockieren, dass er diesmal sogar die Popular Vote gewinnen wird. Also nicht nur das Electoral College gewinnen wird, sondern auch Popular Vote gewinnen wird und die Leute dadurch dann ein bisschen ausflippen werden. Weil jeder war überrascht, also etliche Leute waren überrascht, wie viel mehr Gehalt sie tatsächlich haben aufgrund der Steuersenkungen. Oder bei einigen gab es tatsächlich auch Gehaltserhöhungen, weil die Unternehmen weniger Steuer zahlen mussten. Ich weiß doch, ganz am Anfang hat sogar Apple gesagt, oh mein Gott, also Apple ist zum Teil großartig aus China zurückgegangen nach Amerika und die haben dann sogar große Spendenaktionen dann gemacht. Die haben gesagt, hey, jeder Mitarbeiter von uns, der jetzt spendet, da legen wir nochmal das Doppelte drauf. Und nebenbei haben, also die haben 10.000 neue Jobs dann auch in Amerika geschaffen. Also die am Ende des Tages interessieren sich die Leute dafür, wie viel was am im Portemonnaie hängen bleibt. Und deswegen wird es dann auch sehr wahrscheinlich auf Trump hinauslaufen. Tom, bevor du antwortest, wir haben die Lösung gefunden, mein lieber Hyperion. Die in Anführungsstrichen rassistische Sandy hat dich mit Feroz Khan verwechselt. Oh mein Gott. Jetzt könnte man noch sagen, irgendwie für sie sehen wahrscheinlich alle Schwarzen gleich aus. Aber erstmal stimmt das ja nicht, weil du ja komplett anders aussiehst als ein Schwarzafrikaner. Punkt 1. Und Punkt 2, Feroz Khan ist ja nun überhaupt kein Schwarzer. Also und zur Erklärung, Feroz Khan hat eine großartige Aktion gemacht. Dazu muss ich ihn nochmal unbedingt interviewen. Der hat hat sich da mit einem Tapeziertisch irgendwie auf die Straße gestellt, mit einem Banner White Lives Matter, nee, nicht White Lives, sondern All Lives Matter, und hat dann eben mit den Leuten diskutiert. Und ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich werde es hier drunter auch verlinken. Und bevor Tom dran kommt, Hyperion, du hast immer noch nicht, glaube ich, die Frage beantwortet, es muss doch irgendwie mal einen, in Anführungsstrichen, coolen, jungen, frischen Kandidaten geben bei den Demokraten. Ja, das hatten die hatten ja einige Leute. Das Problem ist, was aus deren Mund kommt. Das ist immer das große Problem. Die hatten den, wie heißt er nochmal, hilf mir auf die Sprünge, Tom, der Bürgermeister, der ganz junge Mann, der auch schwul war. Buttigieg, genau. Genau. Und Buttigieg, hat auch sehr gut gewirkt, hat auch ein bisschen so eine Obama-Stil gehabt in seinen Reden, wollte die Leute mehr und mehr vereinen, aber dann kamen sie halt natürlich mit dieser Rassismus-Kolle, ja, was kann er für die Schwarzen machen? Und dann kam er natürlich in diese schwachsinnige Haltung, dass er als Weißer natürlich versteht, was für Privilegien er hat, bla bla bla. Und das turnt etliche Leute natürlich ab. Vor allem die ganzen Independent-Voter, die denken sich, ey, mit so einem Schwachsinn will ich nichts zu tun haben. Das Problem ist also nicht, dass sie solche Leute nicht haben, sondern dass von den Leuten, die eigentlich ein bisschen charismatisch wären, die eigentlich ein bisschen was drauf hätten, also für linke Verhältnisse, die ein bisschen was drauf hätten, dass sie dann dem Intersektionellen letztendlich verfallen, weil sonst die radikalen Linken denen nicht helfen. Die radikalen Linken werden die nicht unterstützen. Aber damit verlieren sie jedes Mal die Unterstützung des Mainstreams. Tom? Deswegen. Ja. Ach so, Entschuldigung. Nee, alles gut. Nee, ich denke nur, deswegen werden die Linken in voraussichtlich nächster Zeit lauter werden, aber immer weniger politischen Einfluss haben.
Tom? Jo, also bevor ich mal loslege, mal ein ganz kurzes Statement anderer Natur. Hyperion, ich würde gern mit dir weiter in Kontakt bleiben über diese Geschichte hinaus. Möglicherweise, wenn du Interesse hast, kann Oliver mit E-Mail Austausch oder irgend sowas, weil ich finde die Diskussion mit dir unheimlich erfrischend. Das finde ich voll klasse. Selten jemand getroffen aus Europa, der sich so intensiv Gedanken macht über das, was hier abgeht und wie es zusammenhängt. Und da der auch so viel Ahnung hat, ne? Der auch so viel Ahnung hat. Ich wollte gerade sagen, du hast auch bei vielen Dingen da den Finger voll drauf und voll in der Runde. Absolut genial. Möglicherweise kann ich dir dann so hinter den Kulissen auch mal noch dies und jenes Detail rüberschieben und liefern, was dir da in der Betrachtung das ganze Ding vielleicht noch ein bisschen rund macht. Jo, Demokraten. Die ganze Problematik der Demokraten begann ja eigentlich damit, als dieses Quartett da auftrat, deren Wortführer ja Ilhan Omar war und die Alexandra Ocasio-Cortez, AOC, die haben ja im Grunde diesen ganzen Demokratenhaufen aufgemischt. Und da ist eigentlich erstmal Folgendes passiert. Das sind ja diese alten Politiker vom alten Establishment auf eine junge, revolutionäre Garde gestoßen und kamen damit überhaupt nicht zurecht und haben sich von denen auch quasi treiben lassen, jagen lassen. Und das Ganze hat ja dann dazu zu solchen grotesken Dingen geführt. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt oder ob ihr das gesehen habt. CNN hat ja diese Kandidatenvorstellung gemacht auf die 20 Hopeful und so weiter. Und die schärfste Szene war, was eigentlich den sämtlichen Demokraten dort mit einem Schlag das Genick gebrochen hat, sowohl den Etablierten als auch den Neulingen, als die Frage gestellt wurde, wer sich denn dafür einsetzt, dass illegale, kostenlose Krankenversicherungen bekommen. Und da haben alle 20 Leute die Hand gehoben, worauf natürlich jeder arbeitende Amerikaner nur den Kopf schüttelt und sagt, sind denn die alle bekloppt? Wir müssen teuer Geld zahlen für eine Krankenversicherung und die Illegalen, die sollen das alles umsonst kriegen. Ja, die Leute kannst du nicht wählen. Und im Folge dieser Hatz, dieses Quartett auf dieses alte Establishment gemacht hat, losgelassen hat, haben die sich natürlich auch genötigt gefühlt, immer weiter nach links zu rutschen. Also wenn ich heute höre, was eine Pelosi oder Schumer so von sich gibt, da könnte ich lachen. Und das nächste Ding war natürlich diese völlige Entblödung bei der Russian Probe und bei der ganzen Impeachment-Geschichte. So, und die jungen Kandidaten, die kommen natürlich auch eher aus dem linken Lager, die natürlich auch argwöhnisch betrachtet werden von ihrem eigenen innerparteilichen Establishment. Da wieder der Unterschied zu Deutschland, ja. Also da gibt es vom Parteichef mal auf die Klappe und die Leute haben überhaupt keine Chance, innerhalb der SPD irgendwo weiter nach oben zu stoßen, wenn sie nicht mit den Oberen übereinstimmen. Hier ist das eben anders. So, und dann kommen dann eben solche Leute wie Beto O'Rourke oder wer auch immer und die stellen sich dann eben hin und kommen genau mit solchen Themen, von denen sie zwar annehmen, dass ihre linke Gefolgschaft das schön findet, aber der Rest nur den Kopf schüttelt, nämlich, ja, wenn ich gewählt werde, ziehe ich von Haus zu Haus und kassiere eure Knarren ein und all sowas. Und da haben die natürlich keine Chance und dann können die auch in den Vorwahlen überhaupt nicht bestehen, weil eben auch zumeist die Leute gehen und dort wählen den Kandidaten für die Präsidentschaft, die Delegierten wählen und so weiter, die eben nichts mit diesen jungen Rebellen am Hut haben. Deswegen siehst du dort auch keine knackigen, frischen Gesichter. Das ist bei den Republikanern völlig anders. Das wird wahrscheinlich auch unbemerkt von euch ablaufen. Wenn ich zum Beispiel unseren Junior Senator hier angucke, Ted Cruz, der ist absolut fluffig, dann mein absoluter Liebling, von dem habe ich auch einen YouTube-Kanal abonniert, der Jim Jordan, ich glaube, der ist aus Ohio, auch so ein junger, dynamischer, was heißt jung, die sind auch schon Ende 40, Mitte 40, Ende 40, also auch nicht mehr so jung, aber verglichen an dem Durchschnittsalter der Politiker, die es sagen haben, doch recht jung. Und die kommen ganz anders rüber, die fassen auch die Meinungen, die Stimmungen auf, die haben das Ohr an der Masse, also ich kann ja hier auch hingehen, das ist eben auch so ein Unterschied, ich kann hier wirklich hingehen und einen Senator besuchen in seinem Office oder wenn ich denen einen Brief schreibe, ich kriege garantiert Antwort oder einen Rückruf oder irgendwas, also es läuft halt ganz anders und die haben eben tatsächlich junge, dynamische Leute,
die sich auch ernsthaft mit den Problemen, Sorgen und Nöten der Menschen auseinandersetzen und dann eben auch versuchen, in Washington was zu bewegen und das auch kommunizieren. Ja? Die kommunizieren das auch richtig, die haben alle ihre eigenen YouTube-Kanäle, die haben ihre eigenen Instagram-Kanäle und halten da eben schönen Kontakt zur Masse. Das hat AOC dann, auch, also AOC hat einen riesen Gefolg, aber hast du mal gehört, was die da redet? Oh mein Gott. Ja, aber das ist ja lustig. AOC, hast du mal geguckt, zufällig ihre Konkurrentin jetzt bei nächsten Primaries ist eine schwarze Geschäftsfrau. Ja, oh mein Gott, das ist... Finde ich genial. Ich finde es genial, dass sie so eine aufgestellt haben. Das ist das Establishment. Das Establishment versucht die jetzt gerade wieder rauszukicken. Ja, aber ich glaube nicht, dass die eine Chance haben. Die Frau, die ist so cool drauf, die ist so profiliert und die macht so einen guten Job dort. Und selbst wenn sie die rauskicken, AOC wird dort nie wieder eine Chance haben, weil die hat sich ja das Ei gelegt, dass sie Amazon in die Flucht geschlagen hat und damit den Leuten in ihrer Hood, wie man hier so schön sagt, in ihrer Hood, halt die Jobs vor der Nase weggeschafft hat, wo die natürlich kotzen. Und die hat sich während ihrer ganzen Amtszeit bisher nur um die Selbstdarstellung gekümmert oder um die Darstellung anderer Parteikollegen, aber nicht um ihren Wahldistrikt. Ja? Und das fährt ja natürlich brutal vor die Füße. So Ilhan Omar läuft ja ähnlich. Also die Frau, da laufen nach wie vor Untersuchungen im Hintergrund. Die soll ja ihren Bruder geheiratet haben. Das hat sie. Also die hat eindeutig ihren Bruder geheiratet. Und das Ganze wird... Das Ganze Warte mal. Was ist da los? Wer hat seinen Bruder geheiratet? Kongressabgeordnete. Ja, magst du? Ja, mir egal. Kongressabgeordnete Ilhan Omar. Immer die große Schnauze. Omar heißt Moslem oder was? Ja, Somalia. Die kommt aus Somalia. Kopftuchträgerin. Hardcore-Anti-Amerikanerin, Anti-Weiß. So eine musst du dir vorstellen, okay? Ach, ja, du Scheiße. Also die sind die Leute, die bei 9-11 gestorben sind, some people. Das schmiert der Trump ja immer noch aufs Butterbrot. Und ISIS und Al-Qaida ist was ganz Tolles und so weiter. Und die Frau, die hat also in wilder Ehe eben zusammengelebt, mit dem hat sie Kinder. Dann hat sie geheiratet, einen Somalier, der daraufhin in die USA kommen konnte, wo sich jetzt herausgestellt hat, dass es ihr Bruder war, also quasi eine Scheinehe mit dem Bruder eingegangen. Und macht aber die Steuererklärung, die gemeinsame Steuererklärung, mit dem Vater ihrer Kinder, mit dem sie nicht verheiratet ist. Also das sind Betrugsszenarien auf mehreren Ebenen, die dort stattfinden. Und hat dann mit ihrem Wahlkampfmanager eine Affäre angefangen, der verheiratet war. Und wir wissen ja auch nicht, wir wissen ja noch gar nicht, ob das mit dem Bruder wirklich eine Scheinehe ist oder ob die vielleicht tatsächlich Verkehr haben. Nee, es ging scheinbar darum, damit er halt einen Pass kriegt. Ja, ich verstehe schon. Ja. So, also das ganze Szenario, weil der zweite Teil der Frage war ja Wahlaussichten für Trump. Also da muss ich mal kurz zu Biden kommen. Also ich habe verschwörungstheoretischer Bereich, ne? Also ich habe das Gefühl, dass vor der Wahl Biden als Kandidat abgesägt wird. Ich kann mir vorstellen, also der stellt sich ja so blöd, blind und müde an. Es ist unglaublich. Also damit kannst du. Und dann Cuomo oder? Nee, also Cuomo hat wahrscheinlich, also dem fährt vor die Füße sein klägliches Versagen während der Corona-Krise. Ich weiß nicht, ob er das mitgekriegt hat. Ja, aber das wird ja zelebriert. Die linken Medien zelebrieren das, wie toll er war. Die Rechten nicht. Aber was der Bürger mitgekriegt hat, dass es seine Altenheime als Killing Fields, Corona-Killing Fields bezeichnen, das ich glaube nicht. Also. Ich würde da eher meinen Arsch drauf verwetten, dass man anschließend möglicherweise Michelle Obama aus dem Versteck holt. Ah, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ja, ich meine, ich sage ja Verschwörungstheorie, da bin ich nicht wirklich gut drin. Auf alle Fälle denke ich. Also ich sag dir mal die Regeln für bei Verschwörungstheorien. Am Ende müssen es entweder immer die Juden sein oder Reptiloiden. Ja, na gut, dann dürfen sie die Reptiloide. Auf alle Fälle denke ich, dass man beiden wahrscheinlich, also es ist so meine, ist ein Bauchgefühl. Ich denke, dass sie den aus dem Verkehr ziehen wegen beginnender
Wollen wir auf die Frage eingehen, kurz von Sascha Ivicek? Ja, gehen wir gleich, deswegen habe ich sie angepinnt. Aber nochmal eine Frage, weil wir gerade bei Reptiloiden und Verschwörungstheorien sind. Es gibt ja immer ganz große Verschwörungstheorien. Also eine Theorie ist zum Beispiel die weltweite Pädophilenverschwörung. Und da gibt es ja auch die weltweite Transenverschwörung. Und da erzählen die Leute, dass angeblich ganz viele Menschen Transvestiten sein sollen in Wahrheit. Unter anderem auch Michelle Obama. Nicht missverstehen, Tom, ich glaube daran natürlich überhaupt nicht. Aber geht das auch in Amerika rum, dass Michelle Obama ein Mann sein soll? Kann ich so nicht sagen, weil ich mich mit solchen Dingen hier eigentlich weniger beschäftige. Also, ich meine, es ist nicht so, dass ich mich generell nicht mit sogenannten Verschwörungstheorien beschäftige. Das sind ja auch mal ganz schlüssige Geschichten dabei oder Dinge, die einem schlüssig erscheinen. Ich sage da nur 9-11. Ne? Da gibt es ja ganz interessante Aspekte. Aber was jetzt dicke Michelle angeht, keine Ahnung, kein Plan. Okay. Übrigens, Hibiran, ich bin völlig begeistert von dir, weil ich habe dich ja ehrlich offen gesagt auch eingeladen, eben als schwarze Stimme hier, aber ich wusste gar nicht, dass du so ein fundierter USA-Fachmann bist. Und jetzt gehen wir mal auf die Frage von Sascha ein. Was glaubt ihr, wie lange sich Trump das in Seattle noch anschaut, halt diese kommunistische autonome Zone? Und hier sehen wir wieder, dass die Leute nicht so recht wissen, was ein Präsident für Aufgaben hat. Weil es liegt ja, glaube ich, gar nicht in seiner Macht, da einzuschreiten, oder Tom? Nee, also Trump wird dort gar nichts tun, außer immer wieder das zu kommunizieren, was er davon hält. Schlicht und ergreifend, weil du schon gesagt hast, der kann dort nicht das Militär einschicken oder irgendwen oder irgendwas, es sei denn, der Governor von Washington State bittet darum, aber da müsste er ja erstmal selber alle Register ziehen, seine eigene Nationalgarde flott machen und so weiter. Aber der Governor, das ist ja auch das Lustige, der Governor von Washington State, man verzeihe mir, dass ich seinen Namen jetzt nicht kenne, der hat ja am Sonntag noch in dem Interview gesagt, also gefragt wurde, was er denn von Chess hält, damals hieß es noch Chess, was er von Chess hält, da war er ganz entgeistert und so, da hat er noch nie was von gehört. Also, das war am Sonntagabend, ja. Also insofern denke ich mal, es wird da nichts passieren. Und im Grunde, selbst wenn Trump sich vor das Mikro stellt, also in Europa hält man den ja immer ein bisschen für blöd und sagt, hey, der ist dumm und der hat einen Strauf. Hey, das ist so ein cleverer Stratege. Das ist unglaublich. Man muss sich bloß mal alte Talkshows angucken. Ich habe da mir in den letzten Tagen mal reingezogen, so angefangen vom Jahr 84, bis 97, so wenn er bei Letterman oder Leno saß oder irgend sowas, das ist ein Ohrenschmaus, es ist unglaublich. Also der Mann ist ja nicht doof und wenn er sich vors Mikro stellt und dann zedert, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass er am stillen Kämmerchen denkt, lass die nur machen, jeder Tag länger bringt mehr Punkte für mich. Also so schätze ich das ein, der wird den Teufel tun, der wird das nicht machen. Genau, es wäre schlau, also er wird es wahrscheinlich so machen, denke ich, dass er es einfach laufen lässt, wenn nichts Schlimmes passiert, aber er wird es ausnutzen, um es ein bisschen schlimmer, als er ist ja sehr hyperbolisch. Er wird es natürlich dann im Wahlkampf viel schlimmer darstellen, wie es tatsächlich ist, aber, und jetzt kommt's, wenn wirklich was Schlimmes ist, kann er sich auch hinstellen als der Retter. Also egal wie es ist, es wird ihm auf jeden Fall helfen. Und aber rechtlich gesehen, nebenbei wollte ich noch einen kleinen Einspruch einbringen, dürfte er tatsächlich dort eingreifen. Ne? Er könnte die Nationalgarde dort auffordern, oder er könnte auch die Bundespolizei auffordern, dass sie die Leute dort tatsächlich in der Administration verhaften sollen oder Androhung einer Verhaftung, was Dwight D. Eisenhower damals in den 50er Jahren gemacht hat, als die Leute ihre eigenen Gesetze nicht eingehalten haben. Ja, also die Möglichkeit hatte, wird aber nicht machen aufgrund des Wahlkampfes, weil es für ihn ganz gut ist letztendlich. Du hast recht, bei meiner Argumentation habe ich jetzt eher ans direkte Eingreifen bei Chess gedacht. Er müsste natürlich den vorherigen Schritt tun und die dortige Administration aus den Angeln heben. In dem Fall würde das gehen, aber das wäre schon wieder so eine Geschichte, die würde viel zu weit gehen, schätze ich, als dass er das tun würde.
Ja, nur mal so, 58% der US-Bevölkerung sind dafür, dass das, also ganz am Anfang war das jetzt, als die ganzen Ausschreitungen waren, 58% waren dafür, dass er das Militär einsetzt und 73% dafür, dass er die Nationalgarde einsetzt. Also die Bevölkerung ist da eher auf seiner Seite, was das angeht. Die Leute wollen einfach Ruhe haben. Das ist es. Die Leute wollen Sicherheit haben und Leute wollen nicht, dass man ihre Geschäfte einschlägt, niederbrennt und plündert. Also wer will denn so etwas? Aber diese Umfrage widerspricht sich ja fundamental mit der Black Lives Matter-Zustimmung, ne? Ja, genau. Das ist es eben. Das ist es eben. Leute glauben, dass das eine dem anderen nicht widerspricht. Auf der einen Seite wollen sie eben keine Rassisten sein, deswegen Black Lives Matter. Aber auf der anderen Seite wollen sie eben, dass die Geschäfte geschützt werden, das Eigentum noch weiterhin geschützt wird. Aber das beides zusammen ist es eben nicht vereinbar. Und das ist sowas, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen. Das ist was, was der amerikanischen Seele zutiefst innewohnt. Das ist einmal sind einmal die verfassungsgemäßen Rechte und das ist ganz besonders der Schutz des Eigentums. Und das sitzt so tief, das kann keine kommunistische noch so schöne Propaganda aushebeln. Niemals. Ja, das begleitet, nee, ich wollte ist bei uns so sagen, ein Millionärskind, was zum Kommunisten wechselt. Ja gut, außer Bernie Sanders, der hat immer Propaganda gegen die bösen Millionäre und Milliardäre gemacht. Danach wurde er selber zum Millionär, danach hat er nur noch auf die Milliardäre geschimpft. Da kann man auch so schön die große Schnauze haben, das ist ja immer so. Ja. Das war ja bei unseren, gut, Millionäre waren es ja nicht, die haben ja nur eher wirklich kleinbürgerlich gelebt in Wandlitz, aber im Grunde war das ja genauso. Ja. Wasser predigen, Wein saufen, das war schon immer so. In der Kirche ja auch, kannst du hingucken, wo du willst, das war ja schon immer so. Aber warum sollte ausgerechnet der alte Bernie dort eine Ausnahme machen? Wollen wir auf Jennys Frage eingehen? Ja, genau. Deswegen ist sie da angebettet. Wir kommen auch langsam zum Schluss. Hansi, wenn du noch da bist, du kannst gerne mal, weil das Europa-Thema ist ein bisschen zu kurz gekommen heute, du kannst gerne noch mal ein paar Videos einspielen aus Paris und aus London. Genau. Jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr wichtigen Frage, nämlich zu einer Frage nach den Lösungen. Die Jenny fragt, wie können wir uns gegen den Kulturkrieg wehren? Hyperion, was meinst du? Achso, warte ganz kurz. Lass uns mal kurz einordnen. Wir sehen hier in Paris, sehen wir die französische Polizei. Hier wird ein Reporter getroffen, wohl von einer Granate angeblich, keine Ahnung. Und ja, ihr seht, was da los ist, wie die Antifa aggressiv die Polizei mit Steinen bewirft. Es sind tatsächlich bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn man denn die Antifanten und die Black Lives Matter-Touristen als Bürger bezeichnen will. Und das Sonderbare ist, dass die Mainstream-Medien schweigen, die Deutschen. Selbst Bild, es ist alles großartige Bildgeschichten eigentlich normalerweise und es kommt nichts. Es ist ein absolutes Jammer. Wie gesagt, keiner will Rassist sein. Das ist eben das Wichtigste in erster Linie. Ja. Keiner will Sponsoren verlieren, weil wenn man sich hier auf die falsche Seite stellt, kann es Millionen kosten oder noch mehr. Ja, naja, ich habe da noch andere Gründe gehört, aus Bild intern, aber die erzähle ich dann gleich, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Leider. Ich muss meine Informanten muss ich ja alles decken. Gut. Aber kommen wir zur Grundsatzfrage. Was können wir tun, Hyperion? Genau, also ich denke, das größte Problem ist Bildung. Es handelt sich hierbei um eine riesige Armee von indoktrinierten jungen Leuten. Ich denke, Trump arbeitet sehr gut daran. Das müssten wir hier leider auch machen, machen wir aber leider gar nicht. Das Bildungssystem dem Staat zu überlassen, war das größte Problem. Der Moment, Staat, ja? Moment, da muss ich gleich reingrätschen, weil das klingt für mich schon wieder so nach links irgendwie. So, wir müssen einfach nur, also auch was die deutsche Problematik angeht, die brauchen einfach bessere Bildung. Wir haben aber ich wollte sagen, wir haben ja nun in Deutschland ein viel besseres, in Anführungszeichen, ich weiß, zumindest oberflächlich betrachtet, ein besseres Bildungssystem als in Amerika und wir haben in Deutschland ja die gleichen Problematiken. Also ich würde da aufpassen, so etwas zu sagen, dass wir hier ein besseres Bildungssystem haben, aber egal. Haben wir nicht? Nee, nicht wirklich. Nee. Glaube ich nicht. Allein schon dadurch, dass die Charter Schools, dass der Privatsektor bei denen weiter ausgebreitet, dort viel weiter verbreitet ist. Naja, aber Moment. Aber die Leute, über die wir reden, die Leute, die den Stress machen, das sind ja nicht die auf Privatschulen kommen. Nee, natürlich nicht. Das Problem ist, dass man denen verwehrt, auf Privatschulen zu gehen. Die haben kein Geld, um die zu bezahlen. Privatschulen könnten viel, viel günstiger sein. Die können viel, 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 viel günstiger sein. Der Staat zahlt ja sowieso für die Kinder. Das Problem ist,
dass die, wie soll ich sagen, dass die Schulen das Geld bekommen, anstatt dass die Kinder das Geld bekommen. Was jetzt gerade die Trump-Administration versucht durchzusetzen, ist, dass das Geld dem Kind folgt, ganz gleich zu welcher Schule es geht. Was ja auch Sinn macht. Dann würden die schlechten Schulen ganz einfach aussterben. Und da drehen die gerade durch, die Linken. Die Linken drehen gerade, was das angeht, total durch. Und Betsy DeVos, das ist die Bildungsminister oder Bildungsministerin heißt das, glaube ich, bei denen. Das ist so eine reiche Milliardärin, aber die hat sich seit Jahrzehnten schon gerade für eine bessere Bildung eingesetzt und wollte auch gerade das Schwarze, jetzt nicht unbedingt nur in diesen scheiß öffentlichen Schulen bleiben müssen, sondern dass sie auch zu guten Schulen hingehen dürfen. Und was machen die Linken? Die verteufeln sie. Die Frau wird als das ultimative Böse dargestellt. Die Demokraten machen damit, weil die Lehrergewerkschaften, ne, eben die größten Spender sind, also einer der größten Spender sind für die Demokratische Partei. So, was hat das jetzt mit dem Kulturkrieg zu tun und was hat das damit zu tun, wie wir uns wehren können? Die meisten Leute, die jetzt da auf die Straße gehen, wurden von ihren marxistischen Professoren indoktriniert. Die meisten von denen, die da hingehen, wenn man sich die Plattform von Black Lives Matter anschaut, wie ich vorhin ganz am Anfang gesagt habe, ist etwas, das nennt sich Critical Race Theory. Das ist nicht etwas, was man einfach mal kurz so irgendwo aufschnappt. Das ist das, was die Leute auf den Universitäten lernen. Auch hier bei uns in Deutschland, bei den Gender Studies und der ganze Schwachsinn, wird es als kritisches Weißsein den Leuten mit beigebracht. Hier ist sogar ein Hashtag populär geworden, der sich kritisches Weißsein nennt. Das ist Neomarxismus pur. Und das ist der Schwachsinn, den wir zuerst, also wir müssen zuerst mal aufhören, neue Leute, dass sie eben keine neuen Leute rekrutieren können. Das ist das Allerwichtigste. Wir rekrutieren Jahr für Jahr eine Horde von neuen linksradikalen Menschen. Und wir wundern uns, warum wird das immer verrückter? Ja, ja natürlich, weil die jedes Jahr, an jedem Semester neue Leute rekrutieren. Das ist das größte Problem. Okay. Ganz kurz, dann habe ich mich falsch ausgedrückt, wenn ich sagte, das Bildungssystem ist da schlechter, sondern bei uns wird halt mehr versucht zu lenken, die Leute, ne? Oder da ja auch. Aber Beispiel, ich war im Frühjahr, das Video kommt bald raus, nach einer langen Zeit, war ich auf einer Demonstration, auf einer Fridays for Future Demo in Hamburg und da war auch die Antifa wieder dabei. Und ich habe da, das waren Jüngere, ich habe mit denen mich unterhalten können, was ja normalerweise gar nicht möglich ist. Ich habe ein regelmäßiges Interview sogar geführt. Und das waren eben nicht diese klassischen Antifa-Deppen, die keinen Satz gerade aussprechen können, sondern das waren klassische reiche Leutekinder, ich schätze mal Abiturienten. Mhm. Das heißt, wir dürfen gar nicht eher bei den Professoren anfangen, sondern wir müssen auch schon bei den Schulen und im Elternhaus anfangen. Aber das ist ja alles, das sind ja alles Luftschlösser. Das ist ja der tiefe Staat sozusagen, der überall drinsteckt. Den kriegen wir ja so schnell überhaupt nicht mehr raus. Ja, deswegen müssen wir fast schon darauf hoffen, dass der Staat sich nicht finanzieren kann. Also sprich, dass der Staat heftige Einsparungen machen muss. Und die wird er wahrscheinlich machen müssen. Sehr wahrscheinlich aufgrund eines Finanzcrashes, der in den nächsten paar Jahren auf uns zukommen wird. Und das ist zum einen entweder die große Lösung für uns, die eventuelle, oder es kann uns auch zu Verhängnis werden, weil dann die Linken sagen, ja seht ihr, Kapitalismus ist gescheitert, jetzt müssen wir Sozialismus bringen. Das ist also ganz gefährlich, in welche Richtung das gehen kann. Das kann uns zur totalen Freiheit führen, es kann uns aber, also das heißt totale Freiheit, also zu mehr Freiheit führen, sagen wir mal so, es kann uns aber auch in eine schlimmere Tyrannei führen. Komm, du schaust schon mit den Hufen. Ja, nee, ich schaue nicht mit den Hufen. Erstmal gab es von mir Daumen hoch, Imperium, ey, voll geil, du hast es angesprochen mit dem Crash und das ist genau meine Überzeugung. Wir brauchen eigentlich jetzt anzufangen, diese Generation umzukrempeln, ist für den Arsch. Ich denke, da kannst du keinen Blumentopf mehr gewinnen. Die müssen ihre Lektion lernen im Leben. Ja. Und auf die harte Tour. Es wird aus meiner Sicht genau das passieren, was Imperium gesagt hat. Die Unfähigkeit des Staates, diesen ganzen Quatsch weiter durchzufinanzieren, die steht da vor uns mit klarem Blick, sieht man das. Warum? Weil wir weltweit in wirtschaftliche Turbulenzen steuern, dass die Staaten sowas gar nicht mehr machen können. Und all diese, es sind ja oftmals diese, die von Unis kommen, die schwarze Wissenschaften studiert haben und Stuhlkreis bilden wollen und dies und das und jenes, die ja keine wirkliche wertschöpfende Arbeit leisten, die werden als erstes auf die Fresse fliegen und zusehen müssen, wie sie sich unter den neuen Gegebenheiten ernähren können. Insofern denke ich... Warte, willst du damit etwas sagen, dass jemand, der querfeministische Tanztheorie gelernt hat, keinen Mehrwert bringt? Also wenn er gleichzeitig bei der Kartoffelernte ordentlich zugreift, dann ja.
dann bringt er Mehrwert. Aber ansonsten kann ich wirklich keinen Sinn erkennen, sorry. Ist ja natürlich klar. Also, ja. Aber das ist, werden Leute herausgebracht, die gar keinen Bezug zur normalen Marktwirtschaft haben und sich dann wundern, warum sie weniger verdienen. Ja, darf ich dich mal korrigieren? Die haben ja noch nicht mal Bezug zu normaler körperlicher Arbeit. Ja, stimmt. Und dort geht es doch schon los. Die Menschheit wird wieder begreifen müssen, dass Gaga vorbei ist, dass man nur essen, trinken und wohnen kann, wenn man irgendwas erschafft, nämlich dass man sät, pflegt und erntet oder Bretter zusammennagelt zu einem Stuhl oder einer Bank oder zu einem Haus, weil sonst eben nichts geht. Das werden die wieder lernen müssen. Was wir jetzt sehen, diese ganzen Entwicklungen mit diesen ganzen, was hast du gesagt? Die Berufsbezeichnung kann ich gar nicht wiederholen, kann ich mir gar nicht merken. Querfeministische Tanztheorie. Ja, dass man damit in Zukunft keine Brötchen verdienen kann, das ist mal völlig klar. Und dass davon auch keine Steuern fließen, das ist auch ganz klar. Ich meine, man braucht sich doch bloß mal eure Struktur in Deutschland angucken. 84 Millionen Leute, 42 oder 43 Millionen in sozialversicherungspflichtigen Jobs und davon bislang nur 15 Millionen in wertschöpfender Arbeit, was nicht anderes heißt, als dass 15 Millionen letztendlich 84 Millionen ernähren. Und jetzt mit dem Niedergang von ganzen Industriezweigen wird die Zahl ja nur noch mehr minimiert. Also muss man die verbleibenden 12, 13 Millionen ja noch mehr auspressen, um diesen ganzen anderen Gaga finanzieren zu können. Ja. Das wird in Zukunft, das wird ein Bach runterlaufen, hier wie bei euch. Genau so. Und damit hat sich dann diese linke Dekadenz eigentlich von alleine erledigt. Ja, da muss man nur auf der Hut sein, weil die werden die Schuld ja nicht auf sich nehmen. Die werden ja dann sagen, hey, seht mal, wohin euer Liberalismus, eure freie Marktwirtschaft geführt hat. Das ist eben auch sowas, da bedarf es eben Aufklärung. Wir haben ja längst nirgendwo mehr freie Marktwirtschaft. Wenn wir freie Marktwirtschaft hätten, wäre es ja gut. Wir haben ja überall staatsmonopolistischen Kapitalismus als Struktur. Das ist ja hier auch nicht anders. Ich erinnere mich. Ja, das als Kapitalismus zu bezeichnen, halte ich schon für ein bisschen fragwürdig. Ja, guck, ich habe in der Schule die Ehre gehabt, Marxismus-Leninismus zu studieren oder zu lernen. Dialektischen historischen Materialismus und all das Zeug, was immer als Käse bezeichnet wird. Aber das Lustige daran ist, wenn die Linken sich mal ihre Theoretiker hernehmen würden und mal durchlesen würden, was die geschrieben haben und dann mal begreifen würden, was die dort ausgedrückt haben, dann wüssten sie, dass sie nicht mehr im Kapitalismus leben. Aber weil sie selbst zu doof sind, ihre eigenen Theorien zu begreifen, kapieren sie das nicht. Blöden zwar immer Marx, aber was der eigentlich vom Stapel gelassen hat und wie wahr da vieles an diesen Theorien ist, das begreifen die gar nicht. Sonst würden die eben kapieren, dass wir schon lange nicht mehr im Kapitalismus leben. Und das klassische Beispiel für mich ist immer hier nach dieser Finanzkrise 2008, wo wir hier ja ab 2009, 2010 auch in ein tiefes Loch gefallen sind. Da hat sich ja der Markt an manchen Stellen bereinigt. Also sind zum Beispiel hier einige Automarken verschwunden, wie Pontiac, Saturn, was weiß ich nicht alles. Aber man hat eben große gerettet, die es heute nicht mehr gäbe. Dann hätten wir richtigen Kapitalismus gehabt. Die anderen hätten eigentlich ihre Produkte besser verkaufen können, als es momentan tun, weil einfach eine Marktbereinigung stattgefunden hat. Hat es aber nicht, weil der Staat interveniert hat. Und so ist das immer und überall. Wenn man jetzt guckt, Deutschland steigt bei Lufthansa ein, die wollen eben bei VW die Aktien aufstocken und. Das hat ja mit Kapitalismus und mit freier Marktwirtschaft überhaupt nichts mehr zu tun. Ich würde mal wieder dazu zurückkehren, dass wir hier eine freie Marktwirtschaft haben. Dann sehen nämlich alles viel, viel anders aus. Und dann denke ich, das wäre auch die einzige Chance, dass Wohlstand genährt werden würde. Aber Hilberian, du hast natürlich vollkommen recht. Man muss auf der Hut sein, wer sich nach einem großen Zusammenbruch als erstes auf den Thron schwingt. Es kann natürlich auch in die andere Richtung losgehen. Die Gefahr sehe ich bei euch mehr als hier, weil, hatte ich vorhin schon erwähnt, diesen Menschen hier, denen wohnt, dieser tiefe Drang nach Freiheit, sowas von innen, den kannst du nicht kommen mit Vergesellschaftung von Privateigentum und
Ja, das liegt eben an den Grundsätzen der amerikanischen, des amerikanischen Staates, aber ich glaube, wir dürfen, so lange können wir jetzt gar nicht mehr drüber reden. Nur kurz dazu, nee. Thomas Jefferson hat sich darauf ja berufen, als er die Declaration of Independence geschrieben hat, und selbst seine Statue haben sie vor ein paar Tagen auch runtergerissen. Von Thomas Jefferson, muss man sich mal überlegen, von dem, wie ich würde sagen, dem größten Philosophen, also wenn man von den Gründervätern der amerikanischen Regierung ausgeht, dem tiefsten Denker, der sich auf John Locke berufen hatte, selbst seine Statue. Also absoluter Wahnsinn, merkt man auch, wie radikal die Leute tatsächlich sind. Und das ist eigentlich gar nicht wirklich um Kampf für, wie soll ich sagen, für Gerechtigkeit gegen oder Kampf für gegen Rassismus, sondern es geht einfach nur darum, dieses ganze kapitalistische System umzukrempeln. Denn Jefferson hat eins gemacht, er hat immer gesagt, Eigentum ist das Wichtigste und Eigentum ist das, was Kommunisten hassen. Die sagen, Eigentum ist Diebstahl. Ja, ja. Was soll man da noch sagen? Nee, das kann man nicht dazu sagen. Vielleicht mal noch eine kurze Anmerkung. Olli, du bist gemutet. Ja, was wir da auch sagen können, sind, wir können gegenhalten, Steuern sind Diebstahl. Was nochmal? Habe ich akustisch? Steuern sind Diebstahl, können wir gegenhalten. Wenn die sagen, ja, Eigentum ist Diebstahl, dann sagen wir, Steuern sind Diebstahl. Ja, Steuern sind faktisch gesehen Raub, weil Androhung von Gewalt, also von Entnahme von Eigentum, sind eigentlich Raub, wenn man es ganz genau nimmt. Aber das ist für einen Libertären wie mich, ist das natürlich vollkommen klar. Steuern sind Raub. Aber das... Von wem hast du jemals in einer politischen Talkshow den Satz gehört, ja natürlich, das ist Raub, das ist unmoralisch? Ja, das sagt. Ja, aber ich kann dir sagen, woran das liegt. Der Olli Janich hat das doch mal alles so schön ausgerechnet, was wir tatsächlich bräuchten an Steuern, zum Beispiel für die Sicherheit, für Polizei, für Feuerwehr, für die Armee. Was bräuchten wir, sogar Straßen? Er hat alles ausgerechnet. Und das ist ein Bruchteil dessen, was wir tatsächlich zahlen müssen. Und das ist das, was die Leute aber nicht wissen. Die denken, ja, ist völlig normal, dass wir 70%, wenn man alles zusammenzählt, an Steuern bezahlen. Ist völlig normal, dass wir ein Dreiviertel des Jahres für den Staat arbeiten, weil der tut ja auch so viel Gutes für uns. Die kennen einfach die Fakten und die Zahlen nicht. Das ist das Problem. Ja gut, aber dann würdest du ja riskieren, dass Leute wie Renate Künast und Claudia Roth nicht mehr schöne Dienstwagen haben, sich nicht mehr so schön essen gehen können, und das können wir nicht zulassen. Also, und vor allem kaum arbeiten müssen. Also da müssen wir auf jeden Fall gefälligst mindestens 3/4 des Jahres für die arbeiten. Wo kommen wir denn da hin sonst? Ach, hochbezahlte Politiker könnten wir uns sogar leisten. Ich bin ja sogar der Meinung, dass Politiker unterbezahlt sind. Nicht die wir momentan haben, außer die AfD. Natürlich nicht, weil die nur Scheiße bauen. Aber grundsätzlich, weißt du selber, du kommst ja auch aus dem Business, Bundestagspolitiker kriegen 10.000 Euro plus 4.000 Euro Spesen. Das ist doch für jemanden, der wirklich gut wäre in der freien Wirtschaft, lächerlich. Ja, natürlich. Die müssten die Leute auf der einen Seite A, Millionengehälter auszahlen, Managergehälter, das denke ich wirklich. Ja. Dann würden die auch die richtigen, fähigen Leute anziehen. Ja, aber genau. Gleichzeitig müssten sie es auch an Kompetenz festmachen. Das Problem ist... Richtig. Die müssten haftbar machen. Genau. Amen. Darauf wollte ich hinaus. Amen. Die müssen sie tatsächlich... Genau. Und wenn du eine Haftung... Das ist halt der Punkt. Die reden immer von Verantwortung übernehmen, aber die wissen überhaupt nicht, was das heißt. Ich als Unternehmer, ich weiß das, was das heißt. Wenn ich Verantwortung übernehme, auch für meine Angestellten, für mein Geschäft und so weiter, das wissen die doch gar nicht. Die legen sich abends genauso ruhig mit dem Arsch ins Bett, selbst wenn sie vorher ein MSM beschlossen haben. Ja? Ein ESM beschlossen haben. Deswegen, die wissen im Grunde genau, was wir für Unheil anrichten und träumen aber schön, weil jeden Monat die Kohle kommt und weil, wenn es schief geht, interessiert sowieso keine Sau. Die haben davon nicht nach Job gesehen. Gut. Ja, also wenn die Verantwortung übernehmen, dann sieht es meistens so aus, dass irgend so einer, der unter denen steht, vielleicht gefeuert wird oder ähnliches. Ja. Oder die mal kurz eine öffentliche Entschuldigung machen. Aber dieses Zurücktreten, was es mal vor etlichen Jahren noch gab, das ist irgendwie schon verschwunden. Ja. Echt mal. Deswegen habe ich ja auch meine eigene These zu einer Gesellschaftsform entwickelt. Also ich bin prinzipiell gegen Berufspolitiker, zumindest die in Parlamenten sitzen. Ja. Das müsste wirklich aus fähigen Leuten bestehen, die ehrenamtlich dort sich für den Staat im Arsch aufhören. Ja, aber nee, das finde ich gar nicht. Das sagt zum Beispiel auch der Markus Roscher-Meinl, der jetzt schon raus ist. Weil du wirst niemanden finden, der fähig ist und in der Lage ist, dass das oder kaum jemanden, das ehrenamtlich
Aber Berufspolitiker darfst du eben auch nicht geben. Du darfst keine Karriere in der Politik machen. Deswegen wäre ich für eine Begrenzung einfach der Zeit. Zweimal, zwei Legislaturperioden, wenn du länger drin bist, fertig. Dann bist du ein Berufspolitiker raus. Du darfst nie wieder ins Amt. Das denke ich. Ja, aber da hast du aber auch einen guten wie Helmut Schmidt oder so. Und der muss dann raus nach 8 Jahren. Und ja, natürlich. Claudia Roth bleibt drin. Nein, Claudia Roth, wenn sie zweimal drin war, muss sie auch raus. Fertig, aus. Berufspolitiker sind das eins der schlimmsten Sachen, weil sie sonst zu einem tiefen Staat werden. Das ist das große Problem. Die bauen sonst Infrastrukturen da drin auf und das ist ein Krebsgeschwür, was du nicht rauskriegst sonst. Es gab es übrigens schon. Zur Kaiserzeit. Was denn? Dass die Berufspolitiker tun in dem Sinne gab. Das war zur Kaiserzeit so. Dass es das nicht gab, meinst du? Oder? Ja. Ja, genau, der Kaiser hat es halt besser gemacht. Also ja. Imperium, du willst unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Den alten nicht, eher den ganz alten. Nicht den alten, also nicht den zweiten, aber der erste, der war tatsächlich als Regent nicht schlecht. Deutschland hat in der Zeit tatsächlich einen immensen Schritt nach vorne gemacht. Das ist unbestritten. Absolut unbestritten. Das war wahrscheinlich die glänzendste Zeit, mal vom Wirtschaftswunder in 50 Jahren in Westdeutschland abgesehen, was aber ja mehr oder weniger durch Außenhilfe, Marshallplan und so. Na, Quatsch, der Marshallplan, da muss ich gerade heftig eingreifen. Der Marshallplan hat da sehr wenig gemacht, ehrlich gesagt. Es war Ludwig Erhards Politik von einem, die tatsächlich neoliberal war. Der hat die Steuern so massiv gesenkt, der hat die Regulierung komplett aufgehoben, der hat sich nicht mal an die Wechselkurse, die Alliierten vorgegeben haben, die Preisregulierung hat er sich nicht mehr gehalten und hat komplett den freien Markt machen lassen. Was ist passiert? Innerhalb von 3 Jahren gab es auf einmal Staus auf der Autobahn, weil alle Leute in den Urlaub fahren wollten. Also da hat man auch gemerkt, Kapitalismus funktioniert. Ja, gut, da lasse ich mich gerne belehren, umso besser. Es gab also 2 Zeiten halt in der jungen Bundesrepublik, wo wahrscheinlich auch das Berufspolitikertum noch nicht so einen Schimmel unterm Arsch angesetzt hat wie heutzutage. Mag auch ein Grund gewesen sein, dann war natürlich auch Aufbruchsstimmung, alles sollte wieder vorwärts gehen. Da war doch wahrscheinlich auch höherer Enthusiasmus zu spüren. Aber das waren so die 2 ähnlichen Perioden, wo es in Deutschland wirklich richtig zur Sache ging und richtig bergauf ging. Am schlimmsten so sind die letzten 20 Jahre in Deutschland. Deswegen bin ich auch 2006 weg, ne? Also, weil es hat mich nur noch angefrustet. Damals in Deutschland auch schon Unternehmer gewesen, darf ich kurz fragen? Ja, selbstverständlich. Okay, gut. Dann merkt man es natürlich immer am schnellsten. Ich habe seit der Wende eigentlich, kann ich sagen, immer in Eigenverantwortung gearbeitet. Ja. Immer. Ja. Mhm. Aber ich muss sagen, die Frage, wie können wir uns gegen den Kulturkrieg wehren, den haben wir jetzt nicht zu meiner Befriedigung beantwortet, weil... Mit dem Second Amendment, mit dem zweiten Verfassungszusatz. Ja, aber hier auf Europa bezogen, wir sagen ja bislang nur, wir müssen abwarten, bis es zum Crash kommt. Aber offen gesagt, das ist auch das, was ich beim Thema kulturfremde Masseneinwanderung immer sage. Da sage ich auch immer wieder, ja, die Lage muss sich einfach leider noch weiter verschlechtern, bevor die Masse aufwacht. Vorher wird das nichts. Ja, eigentlich kann ich da also vielleicht noch einen anderen Lösungsansatz geben. Kulturkrieg, das Wort sagt es ja schon aus. Es gibt ja eine Kultur, die versucht, die Politik zu beeinflussen. Linksradikale Kultur letztendlich, die sich immer hinter irgendeinem anderen Ding verstecken. Diese Kultur, in dieser Kultur ist es so, dass Menschen, die konservativ sind, die Unternehmer sind, diese werden verteufelt. Wir sind die Bösen. Wir sind einfach die Bösen. Das ist das Problem. Wir beteiligen uns an dem Kulturkrieg eigentlich nicht aktiv auf unserer Seite, sondern wir sind in der Regel meistens einfach nur die Leute, die reagieren, nachdem wir wieder angegriffen werden, sagen wir, nein, wir sind doch keine Nazis, nein, wir sind gar nicht, wir sind keine Rassisten, nein, wir sind keine bla bla bla, das meinen wir nicht so. Aber aktive Feldzüge machen wir in dem Kulturkrieg nicht. Die Linken schauen sich genau an, hey, wen können wir ausschalten, wem können wir die Sponsoren wegnehmen, wen können wir aus dem Weg nehmen? Das machen die Linken. Mir geht das Herz auf. Du sprichst mir aus der Seele und da sage ich mal noch was. Da wäre zum Beispiel die liebe AfD endlich mal gefordert. Dort wäre die gefordert. Ja, da habe ich mir manchmal auch gedacht, aber du kennst ja den Spruch, Politics is downstream from culture. AfD ist halt Politics. Und ich denke mir, es macht weitaus mehr Sinn, die Kultur zu beeinflussen,
damit dann andere Parteien eben dem nachgehen müssen. Was will ich damit sagen? Die Kultur zu beeinflussen bedeutet letztendlich tatsächlich im musikalischen Bereich, da gibt es ein paar Leute, das bedeutet tatsächlich im Comedy-Bereich, im Kunstbereich, in allen Bereichen müssen wir tatsächlich nicht nur einfach etwas produzieren, sondern wir müssen die anderen verteufeln, wir müssen gegen die anderen aktiv kämpfen und nicht nur uns verteidigen, das heißt, wir müssen aktiv angreifen und die Realität ist die anderen sind böse. Die linksradikale Menschen sind böse. Die würden uns, wenn sie die Möglichkeit haben, würden die uns den fucking Gulag stecken und wir sitzen da und sagen, ja, nee, ich bin kein Nazi. Oh mein Gott. Diese Einstellung, die ist es, die dazu führen wird, dass wir vielleicht tatsächlich irgendwann in Gulags enden. Das ist das große Problem, was wir hier haben, weil wir nicht die Eier haben, anzugreifen. Ja, und wie gesagt, das behaupte ich nach wie vor, da ist im jetzigen Stadium und eigentlich auch in den Jahren davor eigentlich die AfD gefordert. Und da hilft zum Beispiel die Distanz von, sag ich mal, von Bürgerbewegungen überhaupt nichts, gar nichts. Und wie sehr das in die Hose geht, erleben wir jetzt dieser ewige Drang, ja, der Verfassungsschutzbeobachtung aus dem Wege zu gehen. Und was ist jetzt? Brandenburg wird beobachtet. Und da kannst du deinen Arsch drauf verwetten, dass in Bälde die gesamte AfD dran ist. Und immer wieder gehen die in die duckmäuserische Verteidigungshaltung, anstatt mal nach vorne zu brechen. Ja. Ja, das Problem ist, wenn du auf der Stelle, hier versuchst wieder politisch zu agieren, du darfst nicht vergessen, AfD ist auf der politischen Ebene. Die anderen führen ihre Kriege hauptsächlich auf der kulturellen Ebene. Das sind also ganz andere. Und da sage ich, auch aus einer gewissen internen Kenntnis heraus, ja, ich lebe zwar 8000 Kilometer weg, habe aber meine Verbindung nach Deutschland ja immer noch. Glauben wir, die haben die alle. Kenn auch AfD-Kreise, ja, will ja jetzt nicht näher drauf eingehen. Und was ich dort festgestellt habe, dass diese Partei mittlerweile genau nicht anders ist als der andere Dreck, der da auf irgendwelchen Wahllisten rumschwirrt, die sind mit sich selbst. Wurde er jetzt zensiert, weil er was Falsches gesagt hat? Was ist los? Du bist gemutet, Olli. Da geht es um parteiinterne Intrigen und. Ich habe das Gefühl, 70-80% dessen, was die tun, ist interner Kram. Und Außenwirkung gleich null, sieht man mal von diesen Videos aus dem Bundestag ab, wenn Kurio spricht oder wer auch immer ordentliche, schöne Reden hält. Ansonsten null und nichtig. Also, wenn ich zum Beispiel den Carsten Hütter angucken in Sachsen, ey, da wird mir nur übel. Tom, ganz kurz, können wir dich verstehen, Hyperion? Hast du Tom verstanden? Ja, er war kurz weg, aber jetzt ist er wieder da. Weg, genau. Dein Bild ist weg, Tom, nur so. Dein Bild ist weg. Genau, das Bild ist weg. Ich habe natürlich niemanden gemutet, weil er die AfD kritisiert hat. Ich bin ja AfD-Anhänger, wie wir alle. Aber ich muss auch sagen, ich bin momentan ziemlich enttäuscht, weil, ich sehe die Lage lange nicht so krass wie du, Tom. Ich bin nicht der Meinung, dass die AfD so ist wie die anderen Parteien, das nicht. Aber ich bin sehr wohl der Meinung, dass die AfD sowohl das Corona-Thema verschlafen hat, wobei man auch mal sagen muss, sie hat es natürlich auch schwer, mit ihren Aussagen überhaupt gehört zu werden. Aber sie verschläft auch diesen Kulturkrieg. Da kommt auch viel zu wenig. Das sind diese ganzen Videos. Aber genau, Videos. Das meine ich doch gerade. Der Kulturkrieg darf nicht von Parteien so direkt geführt werden. Nein. Aber ganz kurz, aber darauf aufmerksam zu machen, wenn es nur ist, dieses Video zu teilen, von wie ein Schwarzer eine 92-jährige Frau zu Boden schlägt. Das ist, aber ja, da kommt zu wenig, bin ich der Meinung. Okay, ja gut. Die Kritik kann man wahrscheinlich teilweise tatsächlich so aufnehmen. Die AfD ist, glaube ich, auch noch ein bisschen damit beschäftigt, sage ich jetzt auch mal, auch noch die eigene Identität zu finden. Das ist auch ein großes Problem, welches wir bei der AfD noch haben. Man merkt es ja an diesen ganzen Streitereien, die Hinreißereien auf der einen Seite oder auf die andere Seite. Das ist bei einer jungen Partei eben tatsächlich, gehört das leider eben dazu. Ich muss die noch mal kurz unterbrechen. Hier kommt wieder einer mit Höcke, Höcke, Höcke. Oh Gott. Ja. Leute. Die AfD ist keine sozialistische Partei. Das müsst ihr mal begreifen. Die AfD ist nicht die Partei für den kleinen Mann.
Die AfD ist vom Grunde her damals gegründet worden als Euro. Natürlich ist sie auch für den kleinen Mann, nur mal so. Ja, aber jetzt nicht also nur wie die Linke. Aber die ist die einzige Partei, die eine Mehrwertsteuersenkung will. Natürlich. Deswegen sage ich ja, wir müssen an die Steuern ran, aber die AfD wird nie die Partei sein, die jetzt sagt, irgendwie Mindestlohn auf 20 Euro oder so. Dafür ist sie nicht die richtige Partei. Wer sowas haben will, muss die Linke wählen. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn die Linke migrationskritisch wäre, dann wäre Höcke bei den Linken und nicht bei der AfD. Ja, denke ich auch. Dann wäre er und Sarah Wagenknecht wahrscheinlich beste Freunde. Also, das ist ja das Problem. Höcke zum Beispiel, also rhetorisch ist er gut, muss man zugeben. Solange er nicht vom Geld redet, finde ich ihn gar nicht mal so schlimm. Aber sobald er über Sozialpolitik oder Ähnliches redet, dann denke ich mir, oh. Dann erzählt er auf einmal, Afrika hat das gleiche Problem wie Europa. Sie werden ausgebeutet vom Raubtierkapitalismus. Dann denke ich mir, oh mein Gott, warum hat er das jetzt gesagt? Naja, schlimm. Und spricht den Leuten aber auch keine Eigenverantwortung zu, was ja auch traurig ist, den Afrikanern. Dass sie eben schlecht wirtschaften, dass es eher daran liegt und nichts mit den bösen europäischen Konzernen haben. Weil wenn die europäischen Konzerne nicht in Afrika wären, wird es Afrika noch viel dreckiger gehen. Aber bevor wir jetzt wieder Höcke-Bashing machen. Das sehe ich zwar anders, aber. Ja, erzähl, wie siehst du das? Wie siehst du das, Tom? Erzähl. Ja, gut. Doch. Also, wenn es um Afrika geht, denke ich, genau das ist die Krux. Da kommt der weise Mann und ist der Meinung, man muss Afrika so helfen, dass die den Lebensstandard so haben und die Bedürfnisse so haben, wie der Rest der industrialisierten Welt. Ich glaube, dem ganzen Kontinent hätte es besser getan. Man hätte es einfach in Ruhe gelassen. Das ist so meine Meinung. Das glaube ich nicht, weil dann gibt es dort immer noch Sklaverei. Die haben ja nicht aufgehört, bevor die Weißen gesagt haben, hört auf mit der Sklaverei. Ja, also die haben ja noch nicht mal das fucking Rad benutzt, bevor die Europäer kamen. Dann hätten sie eben selber was gegen die Sklaverei machen müssen. Aber genau. Ja, das ist so meine Meinung am besten. Ja, aber glaubst du, das ist okay, den Leuten nicht zu helfen, wenn sie, wie soll ich sagen, also ja, ich finde Sklaverei schlecht. Ist es denn wirklich eine Hilfe? Es ist doch überhaupt keine Hilfe. Es ist doch in keinster Weise eine Hilfe. Nee, ich denke nicht, dass die Europäer eine Verantwortung haben. Jetzt aktuell nicht. So, allerdings denke ich, nehmen wir mal an, das ist die Frage. Wenn jetzt wirklich, wo sagen wir, dein Nachbar vergewaltigt seine Frau, hast du eine Verpflichtung, der Frau zu helfen, irgendwie zu Hilfe zu eilen? Und deine Pflicht zur Menschlichkeit auf, wenn das Haus deiner Nachbarin sich auf der anderen Seite der Grenzen befindet? Ich möchte jetzt hier nicht für Interventionismus in irgendeiner Form propagieren, also mit militärischen Mitteln oder Ähnliches. Aber wenn es auf friedlichem Wege geht, zu sagen, hör auf, die Leute zu versklaven, hör auf, hier einen Warlord irgendwie an die Spitze zu stellen oder sonst irgendetwas. Wenn das auf friedlichen Mitteln und ohne Geld, das ist das Allerwichtigste, weil ich glaube, dann denke ich, sollten wir das machen. Wenn jetzt aber uns Geld kommt, Ressourcen kostet, dann würde ich sagen, nee, scheiß drauf. In der Theorie schon, aber was hat uns das alles in der Praxis gebracht? Nichts, nur Scheiße. Die Probleme in Afrika erwachsen doch grundsätzlich dadurch, dass alle Welt meint, aus Menschlichkeit helfen zu müssen, anstatt die alleine machen zu lassen. Ja? Das Problem ist, dass die Weißen glauben, dass sie die Probleme erschaffen haben aufgrund von Kolonialismus, obwohl sie es nicht gemacht haben. Die Länder, die kolonisiert wurden, denen geht es besser als denen, die nicht kolonisiert wurden. Das muss man mal dazu sagen. Je länger ein afrikanisches Land kolonisiert wurde, desto besser geht es dem Land heutzutage. Aber die stellen sich dahin und sagen, wir sind schuld, dass es Afrika so schlecht geht, aufgrund unserer Kolonien. Nee, damit hat es gar nichts zu tun. Das, was wirklich für Afrika schädlich war, da hat der CDU-Afrika-Beauftragte vollkommen recht gehabt, waren die verdammten Sowjets, da war der verdammte Kalte Krieg, die dort Sozialismus verbreitet haben. Und das nennt sich jetzt dort Panafrikanismus. Das ist ein sozialistisches Geschwür, Krebsgeschwür, was sich in Afrika überall ausgebreitet hat. Also, Hebrian, das Ding diskutieren wir jetzt hier nicht mehr aus, sonst sitzen wir morgen früh noch. Aber wahrscheinlich. Ich verspreche dir eins, wenn wir in persönlichen Kontakt kommen, das Ding, das diskutieren wir noch bis zum Ende. Das ist ein super interessantes Thema. Aber ich denke auch nicht, dass wir unbedingt eine Verpflichtung haben, wenn es um Geld geht, über Afrika zu helfen, oder eine Verpflichtung haben, vor allem, wenn es um militärische Intervention geht. Wenn es möglich ist,
gute Impulse zu setzen, ne? Vor allem auf nichtstaatlicher Ebene. Das halte ich für viel wichtiger. Ich denke nicht, dass Afrika irgendwie staatliche Hilfe bekommen sollte von uns. Aber wenn Individuen helfen wollen, ne, wir müssen Afrikanern helfen, ja, dann geh rüber und hilf. Fertig aus. So sehe ich das. Also ja, auf privater Ebene. Damit gehe ich ein, ja. Da gehe ich voll mit. Ja. Aber das diskutieren wir trotzdem noch zu Ende. Ich greife das mal auf. Hypiren, was hältst du davon, wenn wir mal so einen Roadtrip durch die USA machen und da mal so richtig schöne Reportagen? Oh, und ich dachte, jetzt sagst du, durch Afrika, das wird... Nee, nach Afrika zieht mich überhaupt nichts. Aber Amerika, da könnten wir gleich auch mal den Tom besuchen und dann könnt ihr diese Geschichte ausdiskutieren. Jungs, da zeige ich euch zweimal Dinge, die ihr so nie entdecken würdet. Okay, hast du zufällig... Das wäre echt geil. Das ist wirklich absolut. Also. Ja, ich habe es nicht fürs nächste Jahr geplant. Zu kommen. Mhm. Ja, mach das einfach. Nee, ich wollte gerade darauf eingehen. Hier hat gerade einer in den Chat reingeschrieben, Boris Geiger. Hyperion argumentiert gerade wie ein Linker. Nein, ein Linker würde kollektiv uns alle in eine Verpflichtung reinbringen, dass wir helfen müssen. Ich denke einfach nur, dass wir das nicht kollektiv machen sollten, sondern jeder vielleicht auf individueller Basis helfen kann, sollte, wenn er will. Freiwillige Basis. Ein Linker sagt, nein, du musst helfen, weil du Deutscher bist, du musst helfen, weil deine Vorfahren oder weil du zu dem Staat gehörst. Ich denke, wenn du helfen kannst, Boris Geiger, wenn du das Geld hast und es machst, ist gut. Wenn du es nicht machst, nicht. Es ist dein Eigentum, dein Geld. Ich kann allen Menschen nur empfehlen, die sollen sich mal wirklich mit den Schriften von Albert Schweitzer auseinandersetzen und dort mal teillesen, was er so über seine Erfahrungen schreibt, und damit wird eigentlich vieles klar. Ja. Erfahrungen in Afrika. Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Darüber schreibt er ja vorwiegend. Er muss sich aber mal vorstellen, das hat Albert Schweitzer geschrieben, Nobelpreisträger. Und heute sind wir nicht mehr, also in der Lage schon, aber wir dürfen das heute nicht mehr hier auf YouTube erzählen, was er damals gesagt hat, weil wir dann nämlich einen Strike riskieren würden. Ja. Wahnsinn. Ja. Wir wissen doch alle, eigentlich war er Nazi. Ja, genau. Ja, aber Marx war ja auch Rassist und Antisemit durch und durch. Ja, obwohl er ja selber irgendwie halber Jude war, ne? Mhm. Ja, das interessiert die Linken ja aber auch nicht. Engels war ja auch nicht viel besser. Die waren ja wirklich Rassisten vom Herrn, die zwei. Unglaublich. Das Lustige bei Engels war ja auch noch, der war ja, also wie jeder Linke natürlich, vor allem gegen die bösen Großindustriellen, aber hat selber eine fucking Riesenfabrik gehabt, die er auch noch selbst geerbt bekommen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also, totales Klischee. Das ist ja ähnlich wie bei Chess oder Job. Ist ja ähnlich. Die Propaganda, die wird exposed, das ist eine wahre Freude. Wie gesagt, also Job macht mir richtig Spaß. Das verschafft mir jeden Tag hier Gaudi. Meine Frau und ich, wir sitzen dann nachmittags da und gucken uns die neuesten Videos an und lachen uns beide kaputt. Also das ist wirklich... Hey Tom, diese Schilder, Achtung vor dem Hund, ist das nur so angebracht oder hast du wirklich einen Hund? Wir haben wirklich einen Hund. Wieder. Wir hatten ja erst, das ist ein bisschen lustig, das Schild, Bewehr auf Block. Wir hatten so einen kleinen Chihuahua, so 2,5 Kilo Hund. Der Hugo, der uns viele, viele Jahre begleitet hat, der dann leider vor 3 Jahren von uns gehen musste, der ist auch hier im Garten begraben. Und wir haben seit Februar, da waren wir plötzlich wieder wie, ich brauche jetzt wieder einen Hund, und habe gesucht und habe da von der Tierstation eine kleine Hündin gefunden, die Terriermix, die war schon 4 Jahre alt, und das ist so eine Liebe. Und die ist voll, also wir haben auch noch einen Kader, der uns zugelaufen ist, die Beten, die sind so... ineinander verliebt, das ist unglaublich. Also der Kater wird abgeschleckt, er kuschelt mit ihr beim Schlafen. Also es ist unglaublich, ganz toll. Insofern hat das Schild wieder seine Berechtigung. Muss nächstes Mal zeigen. Okay, meine Lieben, ich bedanke mich bei den Zuschauern. Es ist heute sehr amerikalastig geworden. Wir wollten an sich ein bisschen mehr auf Europa eingehen, aber gut, manchmal ergeben sich halt Gespräche so, wie sich Gespräche ergeben. Ich fand es trotzdem eine sehr, sehr gute Diskussion. Vielen Dank an dich, Tom. Komm bald mal wieder, Hyperion, du ja sowieso. Bleibt ihr beiden noch ein bisschen dran. Ich verabschiede mich von meinen Zuschauern. Kanal abonnieren nicht vergessen, auch meinen und vor allen Dingen auch den von Hyperion und den von Tom, werde ich hier drunter gleich verlinken. Haut ihr rein, macht weiter und bis später. Jo, tschüss alle. So, ja genau, jetzt haben wir wieder die 10 Sekunden Vorlauf. So.